So, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Stream. Heute wieder mit Persona 5 Royal. Und zwar mache ich euch kurz noch das Bild an, denn das ist noch nicht an, denn ich habe Sendezone Zero noch angehabt. Jetzt muss ich kurz gucken, hier Persona 5 Royal. So. Und ja, heute am schönen Samstagabend spielen wir ein bisschen Persona 5 Royal, machen, Sinneswandel, wir haben nur 13 Tage, okay, ich habe auf Twitter geschrieben, dass wir ungefähr 15 haben, weil ich nicht mehr wusste, wie viele Tage eigentlich fehlen, aber uns fehlen noch 13 Tage, bis Okumura seinen Sinneswandel bekommt und, genau, warum heute, warum nicht gestern? Ganz einfach, für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, Hallöchen Kazuma. Ich hatte ja am Mittwoch einen Termin gehabt, weshalb ich Mittwoch nicht streamen konnte. Deswegen habe ich meine Streaming-Tage ein bisschen verschoben. Das heißt, wir haben Ghost of Tsushima am Dienstag gespielt. Donnerstag haben wir das erste Mal in Zenless Zone Zero reingeguckt, was ziemlich cool war. Wir sind nicht weit gekommen. Wir werden wahrscheinlich mal gucken, ob wir nächste Woche nochmal reingucken oder ob wir das auf irgendeinen anderen Wochentag verschieben. Vielleicht auch übernächste Woche mal schauen. Weil nächste Woche habe ich am Dienstag einen Termin. Mal gucken, ob ich am nächsten Tag dann K.O. bin von der Hitze und so. Weil wir haben noch immer gefühlt 30 Grad. Ich kann ja mal kurz gucken, wie warm wir es jetzt gerade um 19, fast 20 Uhr haben. 27 Grad haben wir jetzt gerade. Und ja, um 0 Uhr soll es ungefähr 25 Grad werden. Und morgen soll es wieder auch schon wieder so 29, 28 Grad werden. Ach ja, aber morgen ist bewölkt, 29 Grad, Montag soll es 32 Grad haben, wie warm ist es am Dienstag, gucken wir mal kurz, auch 32 Grad sonnig, Mittwoch ist 31 Grad, also ja, bei uns ist das Wetter seit einigen Wochen, also ich glaube so seit 2-3 Wochen, auf jeden Fall permanent so bei 30 Grad, manchmal 27, aber nie unter 25 Grad, abgesehen von ab und zu mal in der Nacht. Aber ja, bei uns ist gerade die letzten Wochen, die letzten 2-3 Wochen immer über 25 Grad, weshalb ich auch öfters keine Lust zu irgendwas habe, weil diese Hitze einfach, ich habe 24/7 Ventilator an und trotzdem fühlt es sich an, als wäre, wenn ich in mein Zimmer reinkomme, als wäre das hier eine kleine Sauna. Ich glaube, ich brauche echt mal so eine kleine Klimaanlage, aber ich habe keine Ahnung, wie man die nutzt und so. Vielleicht brauche ich auch einen besseren Ventilator, weil meine schon recht alt ist, noch von unserer alten Wohnung, wo meine Mutter den damals noch genutzt hat, wo ich, keine Ahnung, 5, 6 war. Aber der hält sich recht stabil. Er funktioniert noch einwandfrei und ist halt auch richtig alt. Genau, wir wollten mit Anne den nächsten Tag verbringen. Laut Wetter ist noch das ganze Monat so warm. Hab eben nachgeschaut bei dir. Ja, es wundert mich nicht. Jetzt müssen wir wohl warten, bis ich echt... Okay. Man merkt, also sprechen ist nicht on point, habe ich auch vorgestern bei Zenless Zone Zero gemerkt. Da wurde mir sogar vom ganzen Lesen schwarz vor Augen kurz. Deswegen habe ich dann auch später das gelassen mit dem alles lesen. Hier versuche ich natürlich noch die ganzen Charaktere zu lesen, aber ja, macht auf jeden Fall, nehmt euch auf jeden Fall in Acht, dass ich wahrscheinlich noch mehr Fehler noch mehr mich verlesen werde als sonst. Im Einkauf und mal keine Wasserflasche vorhanden, 1,5 Flaschen, bauen Dienstag um. Ja, komischerweise, bei mir stand auch, dass irgendwie die ganze Woche, ich weiß nicht, ob das einfach ein Bug war, ich kann nochmal kurz nachgucken, bei uns ist irgendwie die ganze nächste Woche irgendwie zu,
Aber ich glaube, das war einfach nur ein Fehler, hoffentlich. Wäre blöd, wenn die wirklich die ganze. Nee, nee, okay, gut. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte ein bisschen Angst, weil gestern habe ich nachgeschaut, weil eigentlich wollte ich gestern einkaufen gehen, aber gestern war es so warm, da bin ich bis 16 Uhr im Bett gelegen, bin aber auch erst um 6, 7 schlafen gegangen. Und dann war ich bis 16, 17 Uhr im Bett, dachte mir, ja, hab bis 20 Uhr offen oder bis kurz vor 20 Uhr offen. Und dann dachte ich mir, soll ich noch hingehen? Soll ich nicht hingehen? Und dann dachte ich mir, nee, lass ich. Ich gehe einfach heute einkaufen. Bin dann heute um 16 Uhr einkaufen gegangen. Gestern habe ich dann gesehen, dass irgendwie die ganze Woche geschlossen stand. Aber jetzt steht da wieder von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr hat es offen nächste Woche. Gott sei Dank, weil ich wollte Dienstag dann einkaufen gehen. Nach dem Termin, ja, mal gucken. Vielleicht gehe ich auch am nächsten Tag oder den Tag davor einkaufen, wobei Montag ich streamen will. Da habe ich auch irgendwie keinen Bock einzukaufen. Meine zu Rewe. Ja, ich weiß. Bei uns ist ja Rewe ja auch. Wir haben ja auch Rewe, nur heißt das bei uns halt anders. Deswegen hatte ich vielleicht irgendwie Angst, dass gefühlt überall zu ist, bei Rewe gerade. Aber nee, Gott sei Dank war das nur ein Anzeigebug. So, jetzt müssen wir wohl warten. Ich bin echt so gespannt. Ach, möchtest du wohin gehen? Also, wenn du Zeit hast, natürlich. Die Bindung zwischen Anne und mir kann sich noch nicht vertiefen. Na, das ist egal. Wir tun trotzdem uns mit ihr etwas unternehmen, weil ich weiß sowieso nicht, mit wem ich sonst was machen soll, weil wir könnten Maruki fragen oder so. Man kann ja auch mit einigen was unternehmen, auch wenn die uns nicht schreiben, soweit ich weiß. Aber wir tun trotzdem mit ihr. Was machen wir heute? Lass uns Spaß haben. Lass uns Tee trinken. Lass uns Tee trinken. Warum gehen wir nicht zum Diner? Ich möchte mich mit dir unterhalten. Perfekt. Dann machen wir das. Ich denke mal, wir werden auch nicht so lange heute streamen. So 2 Stunden auf jeden Fall. Und dann mal gucken. So 2,5 Stunden bis 3 Stunden maximal, würde ich sagen. Weil, ja, danach muss ich auch noch Valorant Daily machen und ja, danach, keine Ahnung, spiele ich vielleicht mit Leuten noch Fortnite oder so, mal gucken. Oder ich gucke weiter meine Serie, ich guck gerade ein bisschen Vikings Valhalla, da kam vor kurzem die 3. Staffel raus und da bin ich gerade bei Folge 4 oder 5 und ich würde gerne wissen, wie es weitergeht, genau. Anne und ich haben ein tolles, langes Gespräch geführt. Es klingt, als würde sie hart an ihrer Modelkarriere arbeiten. Vielleicht gibt es etwas, das Anne Vergnügen bereitet. Na, gucken wir mal, ob wir was für sie haben. Wir haben eh viel Stuff. Könnte etwas für Anne dabei sein? Ich muss noch kurz was machen. Und zwar. Wollte ich hier noch Discord beenden? Da habe ich nämlich das noch offen. So. Habe ich das jetzt gelesen? Ich hoffe mal. Gucken wir mal. Genau, ja, okay. Anne würde sich vermutlich über etwas freuen, das mädchenhaft ist. Ja, guck mal. Wir haben ja genug. Ein Ring, das könnte für sie ja. Aber ich will ja keine falschen Hoffnungen machen. Silberarmreif kann von Männern getragen werden. Okay, Snackpakete, Fertignudeln. Anne wollte ja, dass sie. Anne hat ja gemeint, sie will mehr auf ihre Figur achten, deswegen wäre das Snackpaket etwas falsch. Wir könnten ein Designer-Parfüm ihr geben. Lippenstift der Sünde. Ja, warum nicht? Komm, geben wir ihr einen Lippenstift. Das wird ihr sicher gefallen. Das ist für mich? Wow, wie aufmerksam, danke dir. Na, guck mal, sogar zwei. Es hat ihr gefallen. Ich glaube, ich konnte Annes Herz ein wenig berühren. Auszeichnung erhalten, Wohltäter. Meine Bindung zu Anne wird bald stärker werden. Genau. Nächstes Mal, wenn wir uns mit ihr treffen, wird das stärker. Und dann müsste sie auch kurz vor Max Level sein. Bis bald. Wir können ja mal gucken, wie weit wir bei Anne sind. Aber ich glaube, wir sind schon fast Max Level bei ihr. An Freundesstufe. Genau. Das Netz dreht inzwischen völlig durch. Die Phantom-Diebe trenden im ganzen Land.
In der Stadt höre ich auch jeden Tag Leute über die Phantom Diebe reden. Das heißt nur, dass die Leute anfangen, auf uns zu zählen, oder? Dieser Eifer ist vielleicht zu extrem, ein gefährlicher Omen. Wir könnten großer Gefahr ausgesetzt sein, wenn jemand unsere wahre Identität entdeckt. Mach uns keine Angst, das findet sich niemand raus. Jedenfalls hat die ganze Aufregung das Interesse der Öffentlichkeit an dem Phantom Team geweckt. Wir müssen von jetzt an noch vorsichtiger sein. Warum müssen wir uns verstecken? Das ist doch unlogisch. Ach, Ryuji, der Fame-Geile. Ah ja, Hauswirtschaftsdienst, okay. Hast du vor, den Hauswirtschaftsdienst zu benutzen? Da ich heute arbeite, hatte ich gehofft, dass du mir eine Anfrage schickst. Ich gehe jetzt los zur Arbeit. Wir sprechen uns später. Wir könnten theoretisch eher eine schicken, weil sonst haben wir eh keine Sachen, mit denen wir treffen. Wir könnten mit ihm was machen. Unterhalte dich mit Futaba, ja? Es gibt sicher Sachen, über die sie mit dir nicht reden will. Ah, okay, gut, ja. Okay, dann halt nicht. Oh, guck mal, wir können Kreuzworträtsel kurz machen. Lass uns das mal probieren. Ja, probieren. Ein wenig spielen. Mal schauen. Mal schauen, wie schwer das ist. Letztens war das, glaube ich, richtig schwer. Wobei, ich glaube, nicht ganz. Dient dazu, die Presse zu informieren. Okay. Presse informieren. Okay. Hundebefehl. Ein Hundebefehl. Ja gut, das wird jetzt ein bisschen peinlich. Ich bin mein ganzes Leben mit Hunden großgezogen worden. Es gab nie ein Jahr, wo ich keinen Hund in meinem Leben hatte. Abgesehen jetzt von diesem Jahr, und das ist ja auch nicht so lange noch her. Wer weiß, vielleicht kommt dieses Jahr noch ein Hund in mein Leben dazu. Aber wir hatten echt, also soweit ich mich zurückerinnern kann, selbst als kleines Kind hatte ich immer einen Hund an meiner Seite. Deswegen ist das jetzt ein bisschen peinlich, dass ich ein Hundebefehl mit 4 Worten. Ja, vergeben für herausragende Leistungen. Okay, ja, irgend so ein Award oder so, ne? Ich weiß nicht mal, wie man Award schreibt, aber das wird's auch nicht sein. Vergeben für eine herausragende Leistung. Was ist das? Achso, das ist das Wort, was gesucht wird, ne? Echt nicht so leicht. Ich probiere was aus, aber dafür mache ich kurz Bild weg. Weil es ein bisschen peinlich ist, wenn es falsch ist. Deswegen dürft ihr nicht erfahren, was ich hier eingebe. Also stimmt ja, ich weiß ja, ich weiß ja noch gar nicht, ob das richtig ist. Ja gut, dann nevermind. Ich habe vergessen, ich dachte, wenn du hier halt irgendwas eingibst, wie, keine Ahnung, Sofa, dass dann halt hier, ne, dass hier halt dann das gespeichert wird und du weißt, ob das richtig ist oder nicht, aber ist ja gar nicht so. Du musst halt hier die Sachen eingeben. Am Ende muss man eigentlich nur diese Herausforderung, also das hier, wissen. Wenn du das richtig hast, ist das andere eigentlich egal. Dient dazu, die Presse zu informieren. Ja, Newsletter? Nee, wobei, das ist ja nicht für die Presse, das ist ja eher so für die Öffentlichkeit. Dient dazu, die Presse zu informieren. Boah, ich habe echt keine Ahnung, was hier... Selbst wenn ich die anderen beiden weiß, bringt es mir eigentlich gar nichts. Abgesehen halt davon, dass halt weniger zur Auswahl an Buchstaben ist und man das so irgendwie erraten kann. Aber eigentlich müsste ich das da herausfinden. Vergeben für herausragende Leistungen. Ja,
Pokal geht sich nicht aus. Was kann man an herausragenden Leistungen vergeben? Golden Globe geht auch nicht. Eine Medaille? Wird sich das ausgehen? Da ist nicht mal ein M. Hundebefehl. Ja, es gibt viele Hundebefehle, aber eins mit vier Buchstaben? Ist echt schwer. Boah, ich glaube, ich werde das nicht herausfinden. Warte mal, vielleicht eine Brosche? Geht sich das aus? Ich weiß nicht mal, wie man Brosche schreibt. Ich muss mal googeln, weil ich nicht weiß, wie man Brosche schreibt. Aber ich glaube, das ist zu kurz. Ja, Brosche hat nur 2, 4, 6, 7 Buchstaben. Wie viele Buchstaben hat das? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Vergeben für herausragende Leistungen mit 9 Buchstaben. Boah, Kreuzworträtsel war nie meine Stärke. Ich habe eher immer Sudoku gespielt. Das konnte ich, Sudoku. Das war einfach. Aber Kreuzworträtsel, das war nie meins. Oder immer bei den Zeitschriften habe ich auch immer bei Garfield war immer so, finde die Fehler. Da gab es immer so 4 Fehler. Und da war immer so ein Garfield-Comic abgebildet. Und da musstest du halt immer 4 Fehler bei dem Garfield-Comic raussuchen. Nee, ich glaube, das werde ich nicht herausfinden. Ich guck mal, was das Ergebnis ist. Persona 5, Kreuzworträtsel. Welche Nummer ist denn das? Das ist die Nummer 9. Warte mal. Ja, doch, das ist die Nummer 9. Aber, ja, da habe ich irgendwas anderes als Nummer 9. Aber ich würde halt auch gerne schon die anderen haben. Also die anderen Lösungen. Das Problem ist immer, wenn ich da bei den Lösungen suche, ist halt immer das Endergebnis nur das, was ich suche. Eine Konferenz. Ach, eine Konferenz, okay. Aber ich würde gerne auch wissen, was die anderen Rätseln waren, also die anderen Fragen. Da ist immer das Endergebnis. Ich würde gerne wissen, was jetzt zum Beispiel dieses Dings ist. Warte. Ich würde gern wissen, was das hier ist. Vergeben für herausragende Leistungen. Aber immer wenn ich halt nach den Lösungen suche für die Kreuzworträtsel, kommt immer das Endergebnis. Das finde ich ein bisschen schade. Ich könnte vielleicht ein Video gucken. Aber da ist auch das zweite Kreuzworträtsel. Nee, ich suche das neunte. Ey, ich hasse Sachen zu googeln. Ohne Scheiß. Ich gebe ein Persona 5 Kreuzworträtsel Nummer 9. Was kommt? Es kommt
keine Ahnung, Nummer 17, Nummer 11, Nummer 1, Nummer 2, aber nicht Nummer 9. Ey, Google kann mich mal richtig kreuzweise, weil ich hasse das. Sachen zu googeln, ey. Irgendwie, Google spuckt nie das aus, was ich will. Ich nutze gleich nur noch Yahoo, ey. Ich hasse das auch, XD. Hallöchen, Salxi. Ja, Google ist manchmal echt eine Nervensäge. Kasum ist Google Master. Ja, Konferenz habe ich. Ja, das ist halt das Endergebnis. Also, das ist halt das hier, Konferenz. Das habe ich schon herausgefunden. Aber ich will wissen, was das hier ist. Vergeben für herausragende Leistung. Weil bei den Lösungen ist immer nur das Endergebnis. Aber ich will die anderen Ergebnisse auch mal sehen. Weil das wird halt dann nie gezeigt, die anderen Ergebnisse. Ups. Nein, weiter versuchen, genau. Und ich suche gerade die anderen Ergebnisse, aber irgendwie finde ich das nicht. Ich würde auch gerne wissen, was das für ein Hundebefehl ist. Wie viele Buchstaben? Ich glaube, 9 Buchstaben waren das. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 Buchstaben. Also hier, von links nach rechts. Ich glaube, waagerecht ist das, ne? Senkrecht ist von oben nach unten. Oder umgekehrt? Ich weiß nicht, ich verwechsel das immer wieder. Deswegen bin ich mir nie sicher. Hab halt gedacht, so eine Brosche, Medaille oder so, keine Ahnung. Ein Golden Globe. Ein Oscar. Funktioniert Oscar? Nee, Oscar ist doch viel zu kurz, oder? Ja, Oscar geht auch nicht. Ein Award funktioniert, glaube ich, auch nicht. Vielleicht, wenn ich das 1 zu 1 hier eingebe. Vergeben für heraus. Warte, herausragende Leistung. Ein Abzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich kann es mal probieren, ob es ab. Ab. Huch, nein, jetzt habe ich mich verklickt. Abzeichen. Es würde sich ausgehen, ja, tatsächlich. Ferenz. Warte, Konferenz. Nein, ah, oh, verdammt. Ich dachte nicht, dass es direkt dann. Ah, verdammt. Ich wollte wissen, was dieser Hundebefehl noch war. Warte, wie viele Buchstaben hatten wir? Ah, ich muss kurz VOD gucken. Verdammt. Hier. Profil. So. Also ich muss mir meinen Stream hier muten. So, auf meinen Namen. Video. Und da ist ja immer das Aktuelle vor 24 Minuten. So, jetzt mal kurz gucken. Verdammt, das ist noch nicht aktuell. Ah ne, doch, doch, ist. Warte. So, wir hatten Konferenz. Das heißt SF
Und irgendein, verdammt. ASF Konferenz. Verdammt, irgendein Buchstabe verdeckt meinen Dickschädel. Also irgendwo hinter meinem Dickschädel hier ist noch ein Buchstabe frei gewesen. Aber das sehe ich jetzt nicht. Shit. Aber es müsste irgendwas mit F, S und A sein. Welche 100 Befehle gibt es mit S, F, A und noch einen weiteren Buchstaben? Fass. Stimmt, Fass. Ja, Fass. Das ist tatsächlich schlau. Ja. Also Salxi ist hier Fivehead, ey. Gigabrain Salxi, let's go. Wir werden es nie herausfinden, ob es jetzt wirklich Fass ist, aber es könnte gut sein. Halt, Fass, ja. Was lernen wir daraus? Salxi, Kreuzworträtsel, Queen. Stimmt, ja. Genau, Konferenz. Dieses wird abgehalten, wenn gegenüber der Presse eine bestimmte Information öffentlich gemacht werden soll. Manchmal wird dabei eine Sensation enthüllt. Oh, krass. Die Teilnehmer der Pressekonferenz verlassen diese für gewöhnlich durch einen getrennten Ausgang, um vor der Presse geschützt zu sein. Aha, interessant. Ja, ich habe das auch nicht mal rausgekriegt, aber wir haben hier ein Gigabrain im Chat. Vielleicht bist du ein bisschen klüger geworden. Nee, ich glaube, das hat nur meine Gehirnzellen noch mehr getötet. Danach erstmal ein bisschen Sudoku, um meine Gehirnzellen wieder aufzufrischen, ey. So, okay, Kreuzworträtsel haben wir erledigt. Dann rufen wir mal unsere Lehrerin an, die uns extra Nachhilfe bringt. Hi, Meister, hier ist Becky. Ach, du bist es. Kriegt eigentlich deine Wohnung mal eine Klimaanlage? Poh, schön wär's, ey. Achso, sie meint jetzt hier im Spiel. Aber nee, auch nicht. Weder hier im Spiel noch hier in echt habe ich eine kühle Wohnung. Mietoutfits sind im Sommer total heiß und im Winter echt kalt. Total unpraktisch, aber naja. Wenn du mich anforderst, erledige ich für dich nur für 5000 Yen deine Hausarbeiten. Ja, easy. Sind weniger als 50 Euro. Let's go. Bindung zwischen Kawakami und mir kann sich noch nicht vertiefen. Ja, trotzdem. Sie treffen. Vielleicht bringt uns das ja irgendwelche Punkte. Vielleicht können wir irgendwann dann mehr Wäsche waschen auf einmal. Das wäre nicht schlecht. Weil 4 Wäsche nur am Tag zu waschen ist echt anstrengend, wenn du über 20 Schmutzwäsche aus dem Dungeon rauskriegst. Okay, dann lasse ich mich vom Laden aus fahren. Bitte räum dein Zimmer auf und warte auf mich. Hab alles nur die englische Version. Ja, ich habe auch viel von den englischen Versionen gefunden. Joma, hast du eigentlich ein Logo? Nein, tatsächlich nicht. Da war Conference Badge Speak. Ah, Bell. Aha. Als ob Bell und Fass einfach das gleiche sind. Oder mach laut. Laut, ja. Aber das geht sich ja auch nicht, hä? Ey, richtig seltsam. Komische deutsche Übersetzung, ey. Kawakami hat mein Zimmer sauber gemacht. Sie scheint dankbar zu sein, dass ich nach ihr gefragt habe. Vielleicht gibt es etwas, das Kawakami Vergnügen bereitet. Oh, genau, ich habe etwas, das Kawakami gefallen könnte. Kawakami hätte sicher gerne etwas, was ihr Leben verbessern würde. Was verbessert denn einen das Leben? Snackpakete auf jeden Fall. Omnivitamine. Vitamine für die perfekte Rundumversorgung für vielbeschäftigte Menschen. Designerparfüm. Ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ihr das schenke, denkt sie, dass ich denke, dass sie stinkt. Parfüm zu verschenken ist immer gefährlich, weil die Person könnte denken, dass du denkst, dass diese Person stinkt. Also seid immer vorsichtig. Sakura-Fächer. Oh, Sakura-Fächer. Ach, sicher. Ich meine, sie hat ja gesagt, dass im Sommer das ja sehr heiß ist. Da wäre so ein Fächer nicht schlecht.
Trüffel für die Naschkatzen, Castella, Biskuit. Ich bin so zwischen Parfüm und Fächer. Eins von den beiden könnte ihr sicher gefallen. Sie mag ja gerne etwas Exquisites, also etwas, das sehr teuer ist. Deswegen wäre dieses Parfüm wahrscheinlich nicht schlecht, aber der Fächer wäre sicher auch nicht schlecht, vor allem jetzt hier an Sommertagen. Soll ich eine Münze werfen oder einfach per Zufall? Ene, mene, mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht, musst du sagen, wie alt du bist. Okay, wir nehmen das Designer-Parfüm. Let's go. Ein Geschenk für mich? Danke, nett von dir, dass du etwas Spaß in meinem Leben bringst. Oh, scheint gut funktioniert zu haben. Let's go. Ich glaube, ich konnte Kawakamis Herz ein wenig berühren. Meine Bindung zu Kawakami wird bald noch stärker werden. Danke für deine Unterstützung. Ja, bitteschön. So. Haben wir den nächsten Tag erledigt. Fehlen nur noch 12 Tage. Wann fällt Präsident Okumura endlich auf die Knie und fleht um Vergebung? Je schneller das über die Bühne geht, desto besser ist es für die Gesellschaft. Wir zählen auf euch, Phantom Diebe. Enttäuscht uns nicht. Diese Politiker und Okumura kriegen hoffentlich die Strafe, die sie verdienen. Ach man, hier gibt's auch keine Phantom Diebe-Fanartikel mehr. Tja. So über. Als ich neulich nach einem Geschenk für meinen Enkel suchte, gab es ein Phantom Diebe-Kostüm im Angebot. Wenn Kinder anfangen, diesen Halunken nachzueifern, dann war's das mit diesem Land. Ach. Immer diese alten Leute, die nicht offen für Neues sind. Ihr seid schon im zweiten Jahr der Oberschule. Ihr solltet klare Zukunftspläne haben. Wenn euch ein sicherer und stabiler Arbeitsplatz wichtig ist, wäre der öffentliche Dienst eine Option. Hey, Senji. Ihr denkt sicher, dass alle Beschäftigten im Staatsdienst in Büros arbeiten. Aber die Fischer von Die Fischer von Nagaragawa sind ebenfalls Staatsbeamte. Welchem Sektor unterstehen sie? Kultusministerium? Kaiserlicher Hofamt? Rathaus? Kultusministerium? Kaiserlicher Hofamt? Boah, keine Ahnung. Ich würde sagen, das da. Rathaus glaube ich nicht. Kaiserlicher Hofamt, ich habe nicht mal eine Ahnung, was das ist. Ich glaube, Japan hat keine Kaiser mehr. deswegen würde ich sagen, das da. Mal gucken, was das Internet... Das Internet sagt Kaiserlicher Hofamt. Okay. Ja, nehmen wir das. Wir sind erstmal ab, wir haben Google. Oho, ich bin beeindruckt, dass du das wusstest. Tja, was man alles mit ChatGPT und so heutzutage in der Schule schaffen kann, ne? Kappa. Nur Kormoranfischer aus Nagaragawa werden offiziell vom Kaiserhaus beschäftigt. Diese Fischer erhalten Plätze in der Zeremonienkommission der Kaiserhausbehörde. Aber selbst wenn ihr wolltet, könnt ihr den Job nicht machen, denn er wird vergeben. Vererbt. Oh, vererbt. Ah. Wenn ihr in den Staatsdienst wollt, versucht's im Parler. Wobei, manche sagen, auch der Job wird vererbt. Ja. Aber ich hasse Jobs, wo man kaum reinkommt. Es sei denn, du hast jemanden, der ja, seine Hand ins Feuer für dich legt. Ist ja auch so, es wäre richtig schön, irgendwann mal Synchronsprecher zu sein. Aber wenn du keinen, niemanden hast, keinen Freund oder ein Familienmitglied, der in der Synchro-Abteilung arbeitet, ne? Zum Beispiel auch als Synchronsprecher, ist es so schwer, da reinzukommen. Es sei denn, du hast wirklich eine göttliche Stimme, dann kommst du locker rein. Aber wenn nicht, brauchst du einfach jemanden, der halt da drin seine Hand für dich ins Feuer legt.
Und oder du machst es so wie zum Beispiel Kuruno, du hast viele Abonnenten, die dafür sorgen, dass du da reinkommst. Aber ja, sonst ist es einfach so schwer. Und es gibt halt auch noch einige andere Jobs, wo da reinzukommen echt schwer ist, wenn du niemanden hast, der halt für dich seine Hand ins Feuer legt. Hallöchen, Muerte, und vielen Dank für dein Follow. Kuss. oder man bewirbt sich. Ja, aber es ist trotzdem nicht einfach. Man kann es versuchen, aber ich sag's halt so, wenn du jemanden hast, der halt, ne, der dich kennt und der da drin arbeitet, hast du eine höhere Chance zwischen all den anderen Bewerbern, als wenn nicht. Hey, hast du die Frage verstanden? Hast du die Frage verstanden? Ich nicht mal annähernd. Vielleicht ist er wirklich schlau. Ich bin etwas überrascht. Oh Mist, der Lehrer schaut zu uns rüber. Wow, du musst wirklich klug sein, wenn du so eine Frage beantworten kannst. Ja, Morgana. Ey, wir sind bald Meister im Wissen. Wir müssen echt noch Güte richtig hoch pushen, weil Güte ist unsere schwächste, unser schwächstes Stat gerade. Aber ich finde nichts, womit wir Güte pushen können, ey. Mir reicht's heutzutage mit diesen Politikern. Mir auch. Gibt es denn niemanden mehr, der dieses Land voranbringen will? Oh ja, in den Nachrichten hieß es, dass die Zustimmungswerten des Kabinetts erneut zurückgingen. Die sind das genaue Gegenteil von uns. Unsere Beliebtheit und Zustimmung geht ab wie eine Rakete. Ja, kann aber auch gefährlich werden, wie man mittlerweile schon ein bisschen merkt. So, mal gucken. Wir haben eine Nachricht. Oh, von unserer Doktorin. Ich möchte deinen Fortschritt überprüfen. Hast du heute Zeit? In letzter Zeit sind viele meiner Patienten krank geworden. Ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit. Takemi wartet in der Klinik auf dich. Willst du bei ihr vorbeischauen? Na klar, let's go. Sonst haben wir eh keine Nachrichten, das heißt, wir können direkt zu ihr gehen. Okay, ich warte auf dich. Und dann gucken wir, ob noch am Abend jemand was anderes mit uns machen will. Nee. Ansonsten pushen wir weiter die Tage voran. Die Abenden werden kühler. Es ist leicht, sich in dieser Übergangszeit zu erkälten. Gib auf dich Acht. Du bist wegen meiner Nachricht hier, oder? Ich möchte einen Test. Ich möchte etwas kaufen. Ich möchte Test durchführen. Ich suche nach einem passenden Ort, um den Einfluss des Luftdrucks zu untersuchen. Ein hochgelegener Platz wäre gut. Ich frage mich, welcher Ort dafür passt. Okay, kommen wir zum heutigen klinischen Test. Die Bindung zwischen Takemi und mir kann sich noch nicht vertiefen. Wir verbringen trotzdem Zeit mit ihr. Ich könnte sie zum Skytree einladen. Ja, let's go, laden wir sie ein. Gehen wir zum Skytree. Skytree also, hört sich nach Spaß an. Sehen wir uns das mal an. Perfekt. Von hier oben sehen die Gebäude wie Flecken aus. Das ist wirklich die beste Höhe für Tests. Hier oben sollte der Atmosphärendruck niedrig sein. Wie geht's deinen Ohren? Ganz okay. Sie fühlen sich komisch an. Ich habe Herzklopfen. Mir geht das gut. Das ist beruhigend, aber es könnte Probleme machen. Das könnte die Höhenwirkungen negieren. Ich hoffe, es wirkt sich nicht auf die Ergebnisse aus. Tja, wir müssen es einfach ausprobieren. Die Daten helfen mir hoffentlich, die Entwicklung des Medikaments abzuschließen. Normal kann man solche klinischen Tests ja nicht durchführen. Du bist wirklich nützlich. Dafür muss ich dir danken, mein kleines Versuchskaninchen. Okay, zieh dich aus. Es geht los. Jetzt hier, vor allem. Entspann dich, war nur ein Witz. Gib mir deine Hand. Erst nehmen wir deinen Puls und dann... Meine Bindung zu Takemi wird bald stärker werden. Ja. Die Daten von heute sind echt nützlich, danke. Kein Problem. Oh, kein
So. Den Tag haben wir jetzt auch fast vorbei. Die Vorhersage der Wahrsagerin war korrekt, aber 100.000 Yen sind ganz schön happig. Ich verstehe nicht, warum Morgana das so oft sagt. Wir könnten mit ihm noch was machen, denn eine Nachricht haben wir jetzt eh nicht gekriegt. Dann können wir auch ihn pushen. Aber ich wollte mal gucken, Vertraute, wie jetzt eigentlich die Stats sind. Okay. Igor haben wir Stufe 8 von 10. Ist auch schon fast am Ende. Morgana haben wir Stufe 9 von 10. Auch schon richtig weit. Yusuke haben wir Stufe 1 von 10. Rest in Peace, der wird von uns so hardcore ignoriert. Aber er ist auch recht seltsam. Er ist ein cooler Charakter, aber für mich ein bisschen zu seltsam. Und das sage ich als seltsamer Typ. Sochiro Sakura ist erst Stufe 2 von 10. Anne ist Stufe 7 von 10. Gar nicht mal so weit. Ich dachte, wir hätten es in 8 oder 9. Ryuji ist Stufe 4. Mit denen haben wir am Anfang viel gemacht. Akechi ist auch Stufe 2. Futaba ist Stufe 1. Ich weiß gar nicht, wie wir mit ihr eigentlich unsere Stufe voranbringen können. Ich glaube, da müssen wir sie immer persönlich fragen, aber ich weiß gar nicht, ob wir zu ihr ins Haus kommen können. Oder sitzt sie öfters vor LeBlanc? Könnte sein, dass sie öfters vor LeBlanc sitzt, aber ich das nicht gesehen habe. Ja, die Zwillinge Stufe 1 ist jetzt auch nicht so wichtig. Waffenhändler Stufe 3. Sie ist Stufe 8. Stufe 3. Stufe 9. Stufe 7. Mishima Stufe 2. Ich wusste gar nicht, dass wir den auch hochleveln können. Sie ist Stufe 4. Wie wir sie hochleveln können, weiß ich auch nicht. Und sie haben wir Max, aber bei ihr war auch nur Stufe 5 Max. Ihren haben wir Stufe 4 und da ist wieder Ego. Okay, gut. Dann reden wir mal mit Sochiro. Interessierst du dich endlich fürs Aufbrühen von Kaffee? Wenn du hilfst, bringe ich es dir bei. Was machst du? Hilfst du dem Boss? Ja, ihm helfen. Räum du auf. Ich mache mich noch um das Curry. Ich möchte mich um das Curry kümmern. Okay. Also gut, das sollte für das Curry morgen reichen. Wie läuft es so? Kommst du mit den verschiedenen Bohnensorten zurecht? Also, drei Faktoren bestimmen über den Geschmack von Kaffee. Hitze, Zeit und das Mahlen. Zuerst das Mahlen. Für dieses... was? Symphons benötigen wir einen mittleren Mahlgrad. Hörst du mir auch zu? Welchen Mahlgrad sollst du nehmen? Mittel. Richtig, weiter so. Im Vergleich zum Aufwand wirft es nicht viel ab, aber hey, Geld ist Geld. Servierst du einem Gast schlechten Kaffee, verzeih ich dir nie. Denk stets daran. Okay, Sir. Wer könnte das sein? Wahrscheinlich die Anwältin? Ja, hallo. Moshi Moshi. Wo hast du diese Nummer? Jetzt wo? Gut. Buddy. Sorry, mir ist etwas dazwischen gekommen. Machen wir ein andermal weiter. Gibt es Ärger? Willst du meine Hilfe nicht mehr? Gibt es Ärger? Du sorgst dich um mich? Es betrifft dich nicht, keine Angst. Erledige in der Zwischenzeit den Abwasch. Oh, und dreh am Schluss das Gas ab. Ja, ja, mach ich. Es ist schön, in solchen Zeiten Hilfe zu haben. Du bist fleißiger, als ich dachte. Weiter so. Meine Bildung zu Sochiro vertieft sich. Nice. Stufe 4? Ah, 3, okay. Aber du erhältst jetzt mehr EP. Nee, aber wir kriegen keine Belohnung dafür. Schade. Ich bin dann weg. Iss in der Zwischenzeit nicht alles auf. Ich versuch's. Ich muss später auch noch was zu essen machen. Hey, hast du alles abgeschlossen? Sorry wegen vorhin, ich musste mich um was kümmern. Keine Sorge, ich werde dir schon genug Arbeit geben. Wir haben viel Zeit. Ich bin bereit zu arbeiten. Sei nett zu mir. Vielen Dank im Voraus. Du bist heute extrem gehorsam. Naja, solange du mithilfst und deine Aufgaben erledigst, werde ich dich fair behandeln. Naja, schalte heute einfach den Herd aus, bevor du ins Bett gehst. Ja, hoffe, das haben wir gemacht.
Wenn sein Kaffee explodiert, wird uns das nie verzeihen. Morgen! Hey, bist du über die Online-Kommentare auf dem Laufenden? Okumura schlägt eine Menge Hass entgegen und in uns werden hohe Erwartungen gesetzt. Ich hoffe, Harus Vater hat bald einen Sinneswandel. Sie setzen hohe Erwartungen in uns. Wir können nur abwarten. Ja, du hast wohl recht. Aber ich bin sicher, dass das noch mehr einschlagen wird als zuvor. Es wird wieder dauern, bis wir ein Ergebnis sehen. Aber, Mann, ich freue mich darauf. Ja. Freu dich nicht zu früh. Wir wissen ja jetzt schon, dass es wahrscheinlich eine negative Publicity für uns abgeben wird. Denn, kleiner Spoiler, ich denke, Harus Vater wird leider sterben, weil ein anderer in seinem Dungeon auch sich versteckt hat und ihn danach getötet hat, als wir gegangen sind. Und ich denke, das wird auch in seinem echten Leben ihn stark beeinträchtigen. Wenn ich ein gutes Model werden will, muss ich anfangen, richtig fit zu werden. Ryuji hat mir gerade von einem Fitnessstudio erzählt, das er erkennt. Er hat sogar gesagt, er würde mit mir trainieren. Mach doch auch mit, Yoma. Wir könnten zusammen trainieren. Boah, Fitnessstudio. Ich hasse Fitnessstudio. Sind mir zu viele Leute. Wenn ich Sport mache, dann lieber zu Hause, weil da bin ich unter mich. Meine Bindung zu N wird bald stärker werden, aber na gut. Gruppenzwang. Wir gehen mit. Okay, gehen wir. Gehen wir schwitzen. Er hat gesagt, das Fitnessstudio ist in einer Seitengasse, der Central Street. Ich schicke dir nachher die Adresse. Ich sag Ryuji auch Bescheid. Treffen wir uns in Shibuya. Let's go, auf nach Shibuya. Oh, irgendwann, wenn ich Japan Urlaub mache, werde ich auch nach Shibuya reisen. Shibuya, Akihabara und Shinjuku. Das sind so die drei großen Städte, wo ich unbedingt hin will. Und irgendwann vielleicht nach... ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, Tokio, ne? Ist auch muss. Also Tokio, Shinjuku, Shibuya, Akihabara... Und ja, dann irgendwo vielleicht auch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Gegend heißt. Irgendwas mit N. Nicht Nagasaki, sondern Nagagawa oder so. Irgendwie so hieß es, glaube ich. Warte mal. Nagagawa. War das das? Ich weiß nicht. Ah, egal. Ich glaube, das würde jetzt zu lange dauern, das rauszufinden. Oder war es doch Nagasaki? Ich weiß nicht. mal gucken. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich mal in Japan bin, nicht nur einmal dorthin fahren, hoffentlich. ist gar nicht so übel hier, was? Niemand blockiert ständig die Handeln, was aber wohl daran liegt, dass kaum jemand hier ist. Oh, wenn wenige Leute da sind, ist es doch angenehm. Egal, heute ist Probetag. Wenn du danach wiederkommen willst, musst du blechen. Warum wolltest du überhaupt herkommen? Ich will schlanker werden. Hast du es schon mal mit Joggen probiert? Aerobic alleine reicht mir nicht. Ich will meine Figur mehr betonen. Dazu muss ich Gewichte stemmen. Und meine Schultern hängen runter. Ich will kräftigere Bizeps. Und meinen Rücken stärken. Und natürlich will ich eine schmalere Taille und mein Hintern und die Waden festigen. Ah ja, ein ganz schöner Batzen Arbeit. Du bist vielleicht motiviert. Du bist auch so wunderschön. Du bist vielleicht motiviert. Oh ja, mordsmäßig motiviert. Was soll das jetzt wieder heißen? Deine Motivation in Ehren, aber wenn du das durchziehst, bist du morgen total im Eimer. Dann denk du dir doch einen Trainingsplan für mich aus. Hast du mal Ryujis Arme gesehen? Das sieht nicht so aus, als könnte er einen guten Trainingsplan einplanen. Kappa, no front. Mann, du bist echt nervig.
Wenn du das für mich machst, dann gehe ich zur Belohnung mit dir aus. Vergiss es. Hör endlich auf, dich für eine Sexbombe in einem Anime zu halten. Das ist ja erbärmlich. Was? Erstens, sexy Charaktere kommen nicht in Sportunterrichtsklamotten ins Fitnessstudio. Aha. Woher soll ich das wissen? Ich war bis gerade eben noch nie in einem Fitnessstudio. Ach, ist nur meine Agentur. Hi, oh, ja, absolut. Selbst ein kleiner Artikel reicht mir. Aha, durchgefallen, ja? Gut, geht in Ordnung. Mhm. Ah, ich sollte übernächste Monat in zwei Magazinartikel erscheinen, aber eins hat gerade abgesagt. Es ging um Schwarz-Weiß-Aufnahmen und die meinten, ich wäre nicht auffällig genug. Klang lustig, es ging um das Alltagsleben von Models. Da musst du halt was finden, womit du hervorstichst. Hm, klar, es gibt bestimmt etwas, wo ich mit meinem strahlenden Charme auftrumpfen kann. Was? Daran besteht absolut keine Zweifel, hoffe ich. Viel Glück bei der Suche, daran besteht absolut keine Zweifel. Ja. Wo? Wo du Magazine erwähnst, da war eine echt hübsche Biene auf dem, wo du erscheinen solltest. Aha. Da weiß nicht, wann er am besten seine Klappe halten soll. Sie sah so unschuldig aus und richtig sexy. Genauso sieht echter Charme für mich aus. Waren da auch Bilder von mir dabei? Ja. Und hatte sie langes braunes Haar? Ja, kennst du sie? Du musst mich ihr unbedingt vorstellen. Blöd, Mann! Von allen Mädchen musst du dir ausgerechnet Mika aussuchen? Mann, jetzt bin ich sauer. Oh. Ryuji, ich würde sagen, lauf. Na los, was wollen wir zuerst ausprobieren? Ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, für sie wäre am besten jetzt Boxsack oder so. Das richtige Training. Wir drei haben trainiert, bis wir unsere Grenzen erreicht hatten. Joker sieht gar nicht erledigt aus. Mein Körper, alles tut weh. Aber irgendwie fühle ich mich zufriedener. So fühlt man sich, wenn man hart trainiert. Nicht schlecht, was? Ja, das war echt anstrengend. Anregend. Ich glaube, das lag nur daran, weil ihr zwei mit mir hier seid. Da musste ich mich extra anstrengen. Es sind die einfachsten Sachen, die dich immer wieder antreiben. Guter Rat. Guter Rat. Glaube ich. Verdammt, ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Das ist kein Wettbewerb. Also ein Klingelton nervt auch. Mist, echt jetzt? Mutti hat vergessen, was fürs Abendessen einzukaufen. Ich muss also nach Hause. Wir sehen uns, Leute. Na gut. Waren wir nur noch zwei. Ryuji kann einfach nicht Nein sagen, wenn seine Mutter Hilfe braucht. Ihre enge Beziehung macht mich fast etwas neidisch. Meine Eltern waren immer schwer beschäftigt, als ich ein Kind war. Fühle ich. Ah gut, vier Kinder das Maul zu stopfen ist auch anstrengend. Ich glaube, Anne hat keine Geschwister. Sie sagten mir immer, ich wäre ein starkes Mädchen und ich käme alleine klar. Ich hatte viele Freiheiten, aber war auch viel alleine. Freunde hatte ich, aber wir zogen viel um. Ich musste also ständig wieder von vorn anfangen. Oh, das ist auch anstrengend. Wenn du als Kind immer wieder umziehst und immer wieder neue Freunde suchen musst. Oh. Ich fand schon immer anstrengend, nach 4 Jahren in eine neue Schule zu wechseln und dort neue Freunde zu suchen. Irgendwann hatte ich mich an die Einsamkeit gewöhnt. Das ändert sich also, als ich Shio kennenlernte. Mit einmal sah die Welt hoffnungsvoller aus. Ich hörte, ihre Reha macht gute Fortschritte. Sie wird wohl bald offiziell die Schule wechseln. Ich muss ihr zeigen, dass ich auch hart arbeite und dass sie sich nicht so um mich zu sorgen braucht. Darüber wird sie sicher froh sein. Das weiß sie bestimmt schon.
Darüber wird sie sicher froh sein. Genau. Sie soll sehen, wie viel ich von ihr gelernt habe. Ich spüre starke Entschlossenheit bei Anne. Oh, Level Up. Stufe 8. Chancen auf Überstehen eines sonst tödlichen Angriffs mit 1 TP. Das klingt gut. Das heißt, jeder tödliche Angriff könnte uns das Leben retten. Mit 1 HP. Los, gehen wir nach Hause. Ich könnte vielleicht etwas Hilfe brauchen. Meine Beine bringen mich gerade um. Okay, wir sehen uns später. Also ich dachte, wir müssen sie jetzt tragen. Das wär's noch. Oh Yoma, ich bin's. Ah, uff, meine Muskeln brennen so. Für den Weg nach Hause habe ich doppelt so lange gebraucht wie sonst. Aber ich bin wirklich stolz auf das, was ich heute geschafft habe. Alleine hätte ich wohl einfach aufgegeben. Ich bin so froh, dass ich euch bei mir hatte. Ihr zwei seid die Besten. Ob sich Shio während ihrer Reha auch so anstrengen konnte, weil jemand bei ihr war, der ihr geholfen hat? Tja, hoffentlich. Weil sowas alleine durchzustehen, so eine Reha, ist auch anstrengend. Ich kenne ja einige Leute, also einige ist jetzt übertrieben, ich kenne ein, zwei Leute, die auch Reha machen mussten. Und zum Beispiel mein Onkel, der war er ist Feuerwehrmann. Quatsch, nicht mein Onkel, mein Cousin. Also der Bruder, der Sohn meines Onkels, also der Bruder meiner Mutter, hat einen Sohn, der ist auch so ungefähr so alt wie meine Brüder, also so knapp 40 schon. Und der ist Feuerwehrmann und der hatte halt auch einen Unfall und musste auch so eine kleine Reha, also er hatte keinen großen Unfall, aber er hatte einen kleinen Unfall und musste dann auch gehen. Er hatte halt eine Bein-OP und musste dann halt mit dem rechten, ich glaube das war der rechte oder der linke Bein, das linke Bein, und musste halt wieder ein bisschen so eine kleine Reha machen, dass er wieder fit ist und wieder dann auch weiter Feuerwehrmann sein kann. Und ja, jetzt ist er ausgeheilt, also so gut wie, und ist wieder in seinem Job tätig. Und ja. Sonst hatte ich noch einen Freund, der einen Ski-Unfall hatte. Aber mit dem habe ich nicht mehr so großen Kontakt, wie es ihm eigentlich ging nach der Reha, weiß ich nicht mehr. Weil der war aus meiner Mittelstufe. Und ja, da weiß ich auf jeden Fall, dass er auch eine Reha machen musste. Aber ja, bevor er ausgeheilt war, haben wir schon Kontakt verloren, weil er war einfach nur Schulfreund. Ne? Meistens sind Schulfreunde nie lange deine Freunde. Und ja, deswegen, keine Ahnung, wie es ihm ging, aber ja, ich glaube, also ich hoffe, ihm geht's wieder besser. Ob sich Shio während ihrer Reha auch so anstrengen konnte, weil jemand bei ihr war, der ihr geholfen hat, das wird es sein. Ich weiß es nicht. Du kannst sie selbst fragen. Ich weiß es nicht. Du kannst sie selbst fragen. Aber was, wenn sie es leugnet? Das wäre so traurig und peinlich. Aber was auch passiert, ich stehe Shio zur Seite. Bis zum bitteren Ende. Mach das. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis Shio die Schule wechselt. Ich muss cooler werden, damit sie sich nicht ständig Sorgen um mich machen muss. Autsch, ich habe vergessen, was für ein Muskelkater ich habe. Entschuldige, aber ich ruhe mich besser erstmal aus. Tschüss. Ja, tschüss. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir Shio, dass wir eigentlich kaum eine Freundschaftsstufe mit Shio haben konnten. Weil Shio war echt mein Favorite Girl in dem Spiel. Und jetzt ist es halt die Schachprofi. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Hifumi, glaube ich, hieß sie. Falls ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, bei meinem Vater gibt es nichts Neues. Danke für die Rücksichtnahme.
Ich muss ihn aber zur Rede stellen. Wie gesagt, das ist genau das, was mit Madarame passiert ist. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Es tut mir trotzdem leid. Ihr wartet sicher alle auf Nachrichten vom Täter der mentalen Infarkten. Mein Vater ist körperlich sehr schwach, es wird also noch dauern. Warten wir einfach geduldig, keinen Grund zur Hektik. Er hat recht, er wird sicherlich einen Sinneswandel haben. Sollten wir in dem Fall nicht über unsere nächsten Siegesfeier sprechen? Zu früh, zu dumm. Was? Wir können wann anders darüber reden. Jetzt warten wir einfach ab. Ja, wenn was passiert, melde ich mich bei euch. Genau. Jetzt wirklich noch zu früh. Mal gucken. Ah, guck mal. Oya will sich mit uns treffen. Hilf mir bitte. Ich brauche deine Unterstützung. Ich warte auf Infos. Oder unsere Lehrerin. Ich zittere vor Begierde. Hier ist Becky, die Maid, die vor Begierde ihren Meister zu sehen am ganzen Körper zittert. Das klingt auch ein bisschen falsch, die Nachricht. Ich stehe dir heute gerne wieder zu Diensten, ab schon 5000 Yen. Du weißt es sicher schon, aber ich wurde heute nicht angefordert. Es wäre toll, wenn du mich anfordern könntest. Ja, wir könnten tatsächlich... später entscheiden. Wir könnten tatsächlich Wäsche waschen, sie anfordern. Aber das kostet auch 5000. Wir müssen erstmal gucken, wie viel Geld haben wir überhaupt noch. Oh, 682.000. Das ist ja viel. Wir könnten... Oh, okay. Wir könnten Wäsche waschen und sie anfordern, damit sie für uns die Wäsche wäscht. Denn wir haben noch einige hier. Wir haben noch sehr viel Wäsche, die gewaschen werden muss. Deswegen hauen wir hier mal alles rein. Und dann rufen wir... Genau, dann rufen wir Kawakami an, die für uns das macht. Dann können wir uns auch gleich mit Oya treffen. Hi. Danke für deinen Anruf. Moment, Wäsche? Musst du mich deswegen wirklich anrufen? Ich meine, das macht 5000 Yen. Hey, Wäsche waschen ist nervig. Und wir treffen uns mit Oya. So. Genau, hilf mir bitte. Sofort hingehen. Gut, das wäre super. Dann treffen wir uns mit Oya. Du kommst wirklich oft her. Ich habe eigentlich nichts dagegen, aber übertreib's nicht, okay? Ja, ja. Keine Sorge. Ah, da bist du ja. Phantom Deep Fan. Was kommt wohl jetzt, wo Matchet erledigt ist? Aber woher solltest du das auch wissen, nicht wahr? Sake würde mir dabei helfen, alles zu vergessen. Vielleicht zusammen mit Teppanyaki. Teppanyaki sagt mir nichts. Ich möchte mal gucken, was das ist. Ich mache auch gleich Teppanyaki. Im Gericht. Ach, sag bloß. So, okay, das ist Teppanyaki. Teppanyaki sind Gerichte der japanischen Küche, die auf einer Stapelplatte direkt bei Tisch zubereitet werden. Aha. Ja. Gibt es da irgendein gutes Bild davon? Ah, hier, da, die bei der Giga. Hier, guck mal. Das ist so Teppanyaki. Auf jeden Fall auch Fleisch. Zu Fleisch sage ich niemals nein. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Und das wird halt so auf einer Platte und dann zu Tisch gebracht. Ja. Höre ich zum ersten Mal. Achso, ich muss nochmal reintappen. So. Ah, mit einem Minderjährigen sollte ich nicht so reden. Hast du neue Infos zu den Phantom-Dieben für mich? Ich kann Oya näher kommen, dank der Teufel-Persona Lilim. Die Bindung zwischen mir und Oya kann sich noch nicht vertiefen. Was wirst du tun? Triffst du dich mit Oya? Ja, wir tun trotzdem Zeit mit ihr verbringen. Oh, ich freue mich darauf. Denn dafür haben wir ja jetzt auch Becky beauftragt, damit sie für uns die Wäsche wäscht. Oya wirkt glücklich. Ich hatte einige Infos für sie. Vielleicht gibt es etwas, das Oya Vergnügen bereitet. Ich habe etwas, das Oya gefallen könnte.
Oya würde sich vermutlich über etwas freuen, was sie in der Arbeit gebrauchen kann. Ja, einmal Glasvase. Nee, für Naschkatzen. Für Naschkatzen, Naschkatzen, Fitnessfreaks. Für Läufer, Mini-Kaktus, für Büroangestellte, Blumenkorb, für Blumenliebhaber, Badewasser für eine besondere Frau, Sternspiegel, für eine spirituelle Person, schwarze Tasse, der nur am Schreibtisch klebt, ja, Mochi-Kissen, für schwer beschäftigte Geschäftsleute. Ja, schenken wir ein Mochi-Kissen. Warum nicht? Du wolltest mir das schenken, hm? Du hast einen seltsamen Geschmack. Was soll's? Ich nehme es trotzdem an. Danke. Ah, war nicht gut. War nicht gut. Ich glaube, ich konnte Oya mit meinem Geschenk nicht wirklich beeindrucken. Meine Bindung zu Oya wird bald stärker werden. Schade. Thank you. Ich dachte, das würde ihr gefallen, weil sie isst ja gerne, sie ist viel im Büro, aber war doch nicht das Passende. Verdammt. Danke für deine Geduld. Hier, bitteschön. Danke für die Wäsche. Na schön, wir sehen uns später. Ich finde es schade, dass das keine Punkte gibt für Becky, weil so hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe, aber wenigstens haben wir Wäsche waschen können. Die muss auch mal weg. Damit wir die verkaufen können. Was wird wohl mit Okumuras Food geschehen? Tja, selbst bei seinem Sinneswandel, der CEO, hat das Unternehmen noch ein mieses Image. Die Aktien ist bestimmt total abgestürzt. Ob Okumura seine Angestellten wirklich ausgebeutet hat? Mittlerweile geht ja jedes kleine Gerücht gleich viral. Was, wenn das alles bloß eine Lüge war? Dann sind die wahren Opfer hier die Angestellten. Ach, was die Gerüchte über Okumura Food sind in der Branche bekannt. Du denkst zu viel darüber nach. Ja. So. Hey, hast du das gehört? Das Sporttreffen lief großartig. Wie sie alle Widrigkeiten überwunden und es aufs Siegertreppchen geschafft haben. Wie im Film. Ja, diesmal haben sie echt eine astreine Performance hingelegt. Sie müssen hart dafür trainiert haben. Es ist schön, endlich mehr Leute lächeln zu sehen. Moment mal, du hast wirklich zugesehen? Im Ernst? Ich verstehe, aber was du meinst, vielleicht gehe ich hin und feuere sie an. War das nicht gerade schon? Oder haben die noch ein Match? So, drei Nachrichten. Mal gucken, wer uns alles... Ah, okay, Arbeit... Ignorieren wir mal. Ja, ja, Blumenfest. Nee, danke. Das könnte aber unsere Güte verbessern. Aber nee, scheiß auf Arbeit. Was machst du gerade? Nur rumsitzen und abzuwarten ist nicht so mein Ding. Ich hänge noch im Gang ab. Sag Bescheid, falls irgendwas ansteht. Ich glaube, wir treffen uns mit Maruki. Hallo, Senshi-kun. Hast du Pläne nach der Schule, wenn du Zeit hast? Ich freue mich immer, wenn ich über meine Forschungen reden kann. Ja, wir treffen uns mit Maruki. Vielen Dank, du bist immer so hilfsbereit. Na gut, dann warte ich im Krankenzimmer. Wir werden eh direkt hin teleportiert. Ah ja, da ist Mr. Maruki. Hey, gute Arbeit heute. Es ist schon Herbst, eigentlich sollte es etwas kühler sein, stimmt's? Ja, sollte es. Warte, wie warm haben wir es gerade? Es ist jetzt ungefähr 21 Uhr. Bitte lass es zumindest etwas kühler sein. 26 Grad. Yay, 1 Grad gesunken. Naja. Naja. Bald. Bald ist August. Warte, wie viele Wochen noch bis August? Das würde mich jetzt kurz interessieren. Wir haben jetzt den 13. Mal gucken. Ja, knapp. Ja. Zweieinhalb Wochen. Tun wir heute und morgen schon weg. Sagen wir 15. Okay?
sind in 2 Wochen 29, also ja, so 2,5 Wochen, dann ist August. Ich denke, das überlebe ich noch. Und ich werde echt schauen, dass ich bis nächsten Sommer dann, glaube ich, mir etwas Besseres, einen besseren Ventilator oder so, keine Ahnung, eine kleine Klimaanlage. Ich habe von jemandem eine kleine Tischklimaanlage einen Link bekommen. Und ja, ich muss mal gucken, wie die Klimaanlage für die Person ist. Und wenn sie sagt, die ist richtig gut, werde ich die mir vielleicht holen. Ich glaube, die hat so 65 Euro gekostet, also recht günstig. Ich glaube, so eine richtige Klimaanlage kostet schon über 100 Euro, wenn du über Amazon das kaufst. Aber vielleicht gibt es auch richtig gute Ventilatoren, die auch richtig kühlen. Es gibt ja auch so Ventilator mit so, mit so Wasser, die halt auch ein bisschen Luftfeuchtigkeit machen und so. Ne? Weil normalerweise Ventilator, die pusten ja nur diese, pusten ja nur die heiße Luft ein bisschen weg. Aber es gibt ja auch welche, die so ein bisschen den Raum abkühlen. Ich habe nur halt ein bisschen Angst so von dem Ventilator mit diesem Wasser, weil ich sehr viel Technik hier habe, habe ich ein bisschen Angst, dass das vielleicht ein bisschen suboptimal ist. Aber mal gucken. Ich muss mich da ein bisschen schlau machen bis zum nächsten Sommer. Falls der nächste Sommer genauso schrecklich sein wird. Aber bestimmt, der letzte Sommer war ja auch nicht gerade besser. Also schon besser als dieser Sommer. Aber wer weiß, vielleicht wird der nächste noch schrecklicher. Mal gucken. Eigentlich sollte es etwas... Genau, das haben wir gelesen. Oh. Ich habe rausgetappt, so jetzt. Oh, hast du heute vielleicht Zeit? Kann ich mal mit dir reden? Ich habe auch was zum Knabbern. Ja, klar. Komm. Ja, wir treffen uns. Ist das Krankenzimmer okay? Geh schon rein. Maruki ist ziemlich ernst. Es scheint, er wird bald etwas verstehen. Aha. Vielleicht gibt es etwas, das Maruki Vergnügen bereitet. Oh genau, ich habe etwas, das Maruki gefallen könnte. Maruki hätte sicherlich gerne etwas Nützliches, was er gut gebrauchen kann. Ja, was könnte er gebrauchen? Hier, Omnivitamine. Passt das? Ui, zufälligerweise sind die mir gerade ausgegangen. Ist ja ein irrer Zufall, kannst du vielleicht Gedanken lesen? Danke, Senshi-kun, du warst eine große Hilfe. Oh, scheint ihnen gefallen zu haben, nice. Ich glaube, damit habe ich Marukis Herz für mich gewonnen. Meine Bindung zu Maruki wird bald stärker werden. Tja. Okay, wir sehen uns später. Schade, dass wir Oya nicht das Richtige gegeben haben. Vielleicht hätte das sogar die Stufe erhöht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da hätte noch mehr gefehlt. Häftling, wir rufen an, um dich über einen besonderen Auftrag in Kenntnis zu setzen. Es gibt wohl einen Ort, an dem die menschlichen Emotionen in eine feste Form gebracht werden. Wir selbst herausfinden, warum sie das tun. Ich glaube, da ist irgendein Schreibfehler. Also, das ist alles. Jetzt beeil dich und komm her. Okay. Die Vorhersage der Wahrsagerin war korrekt, aber 100.000 Yen sind ganz schön happig. Warum kommt noch gar niemand damit? Okay, was machst du gerade? Akechi, unser Detektiv Shinichi Kodo. Ich habe endlich etwas freie Zeit. Ich bin gerade in Kichishoji. Wenn du dir danach isst, könnten wir uns treffen und ein wenig quatschen. Nee, danke. Arbeit für dich. Ich habe einen neuen Job für dich. Infos sammeln. Du machst das solo. Ich habe was anderes zu tun. Meine Bindung zu Eva wird bald stärker werden. Das könnten wir auch machen. Später entscheiden. Ich will wissen, ob ich das mit den Zwillingen schaffe. Aber tatsächlich sagt mir das irgendwie gar nichts. Kann ich eigentlich nochmal sie fragen? Warte. Was hat Morgane gesagt? Willst du rosige Wäsche waschen? Es kostet 400 Yen für dich. Es wäre vielleicht gut, Kawakami das machen zu lassen. Dann hast du... Ja. Das würde ich gerne machen. Dann können wir Kawakami dafür arbeiten lassen. Guck mal, wie viel Wäsche wir noch haben, ey.
Kawakami anrufen. So. Das ist, sagt sie eh immer das Gleiche. 5000 Yen ist halt viel, aber anders kommen wir gerade hier nicht so schnell vorbei. Weil wir haben noch so viel Wäsche, die weg muss. So, ja. Ist nicht hier irgendwo auch... Ne, warte, wie war Map nochmal? Nee. Warte, irgendwo stand hier doch Map. Da, hier, warte, das geht immer so schnell weg. Hier, da ist Map. Perfekt. Nee, hier ist nirgends ein Velvet Room. Dann gehen wir mal woanders hin. So, hier rein. Fahren wir mal nach hier. Shibuya. Da müsste irgendwo ein Velvet Room doch sein. Ich glaube, genau, beim Waffenshop war der. Ich glaube, wenn wir da lang gehen, kommen wir eh direkt hin. Genau, hier ist der Velvet Room. Da können wir mit ihr reden, glaube ich, ne? Du hast keine Zeit für Spielchen, Häftling. Schnell zurück in deine Zelle. Genau, und jetzt... Au. Wenn wir... gesagt, was wir machen müssen. Nee, ich glaube, wir müssen mit den Zwillingen reden dafür. Was willst du, Häftling? Status der Strafarbeit prüfen. Was willst du, Häftling? Nachfragen, wie es mit deiner Strafarbeit aussieht? Wir möchten eine Ameno... Achso, nee, das ist nicht das, was ich wollte. Aber wie? Willkommen in meinem Velvet Room. Was kann ich heute für dich tun? Nee, das ist aber auch nicht... Warte, vielleicht muss ich nochmal raus. Ich will zurück. Ich glaube, es war einfach mit denen reden, aber irgendwie war das jetzt nicht das Richtige. Warte, nochmal. Ah, hier. Also gut, benennen wir den Ort. Justine, sei doch so nett. Hör gut zu. Als Ort für deine Rehabilitierung haben wir uns entschieden für eine Fundgrube für sogenannte Kunstausstellungen. An solchen Orten werden viele Objekte gesammelt, die dann ausgestellt werden, also ein Museum. Da der Herbst in dieser Welt auch Jahreszeit der Künste genannt wird, passt das wohl. Durch Kunst werden Gefühle ausgedrückt und die Berührungen dann... Was? Und die berühren dann Künstler und Betrachter. Die Stärke des Herzens gleicht der Stärke der Persona. Der Ort soll die Rehabilitierung vorantreiben. Kommt dir dieser Ort bekannt vor? Also, wenn du weißt, wo er ist, dann bring uns unverzüglich hin. Könnte das Kunstmuseum in Ueno sein. Also, was ist es? Ja, Kunstmuseum. Klingt nach einem Museum. Ah, dann kennst du ihn also. Bring uns dorthin, Häftling. Was bezeichnen die Menschen als Kunst? Wir werden es selbst herausfinden. Ja. Ne, Kunst liegt ja im Auge des Betrachters. Das da rechts ist sehr schön. Das da links, na okay. Das in der Mitte, ein Blumenfeld, ist auch okay. Verstehe. Unsere vorherigen Informationen waren korrekt. Hier scheint es etliche Ausstellungsstücke zu geben. Ist das alles Kunst? Ich habe schon einmal davon gehört. Offenbar geht es dabei um die menschliche Wahrnehmung von Ästhetik. Sehen wir uns um. Kannst du Kunst überhaupt richtig wertschätzen? Was soll das heißen? Schrei nicht so laut. Die Schilder verbieten es. Ich weiß. Jedenfalls sollten wir uns jetzt etwas Kunst ansehen. Ach ja. Puh, das sind viel mehr Ausstellungsstücke, als ich dachte.
Kunst nimmt wahrlich sehr viele verschiedene Formen an. Einige der Stücke sind sehr realistisch. Wäre es dann nicht einfacher, ein Foto zu machen? Und was sollen diese Porträts oder wie sie heißen? Warum malt man ein gigantisches Gesicht eines Menschen? Tja. Diese Leidenschaften sind mir noch unverständlicher. Was ist so interessant an Malereien von langweiligem Terrain? Wo liegt der Spaß darin, lebendige Menschen oder Landschaften zu malen, damit andere sie ansehen können? Sie sehen die wahre Schönheit. Es geht um Selbstzufriedenheit. Es macht keinen Spaß. Sie sehen die wahre Schönheit. Es geht um Selbstzufriedenheit. Ja. Ah, ich verstehe. Es gibt Gemälde von Blumen oder Adelsdamen hier, auf die diese Beschreibung zutreffen würden. Aber es gibt auch Gemälde von kargen Bergen oder alten, schrumpeligen Männern. Auch Berge können auch schön sein. Und das sage ich nicht als nur, weil ich Österreicher bin und wir viele Berge haben. Und das unser, ja, eines unserer besten positiven Sachen ist, die wir zu bieten haben. Liegt in denen auch wahre Schönheit verborgen? Ich verstehe das einfach nicht. Wo wir dabei sind, eines der Stücke sah aus wie reines Gekritzel. Warum sollte man so etwas ausstellen? Ich kann verstehen, dass Kunst verschiedene Stufen der Expertise aufweisen kann. Aber war das nicht auf dem Niveau eines Kindes? Wenn hier jemand ein Kind ist, dann du. Selbst ich konnte etwas Besonderes in diesem Gemälde spüren. Wovon redest du? Das ist nur Gekritzel, wie man es auch dreht. Das Gesicht ist völlig verkorkst. Die Ohren und Nase auch. Das Gemälde ist eine adäquate Darstellung der Finsternis im menschlichen Herzen. Wie schade, Caroline. Scheint, als würde dir selbst ein rudimentäres Konzept von Ästhetik fehlen. Wie bitte? Ich sag dir, wem hier was fehlt. Dir fehlt ein funktionierendes Auge, Justine. Offenbar hast du überhaupt kein Gespür für so etwas. Ah ja, jetzt streiten sie sich wieder. Hört sich an, als bräuchte dein Gehirn einen ordentlichen Stromschlag. Das kann ich nur zurückgeben. Hey Häftling, willst du mir etwa weismachen, dieses Gekritzel, das ist wirklich Kunst? Also ich sag so wie es ist, ne? So Gekritzel oder auch einfach nur so Farbflecke ist für mich jetzt keine Kunst. No front an die Leute, die das als Kunst sehen, ne? Kunst ist ja, ne? Jeder sieht Kunst anders, aber für mich sind halt solche Farbflecken, die für 1 Million oder mehr, 100 Millionen verkauft werden, einfach, ja, keine Kunst. Ich meine, es gab ja auch mal eine Folge, ich glaube von den Simpsons war das, ne? Wo auch Homer Simpson, ne warte, oder war das Bart? Ich glaube das war Bart Simpson, der auch mal so, oder war das, ach ich weiß nicht, entweder Homer oder Bart, vielleicht auch irgendwie beide, die waren ja auch dann im Kunstmilieu, ne? Haben auch dann da ihre Finger drin gehabt, die haben auch Bilder verkauft. Und irgendwann, das waren keine Bilder, sondern das war, genau, Homer wollte nämlich einen Grill bauen, war aber zu dumm, um den zu bauen, und dann hat er halt seine ganze Wut darin rausgelassen und irgendeine Kunstbegeisterte hat den kaputten Grill gesehen und wollte unbedingt das verkaufen, und irgendwie wurde das dann, keine Ahnung, über 100.000 Dollar verkauft. Ich weiß nicht, was die Währung in The Simpsons war, aber ich glaube, die haben auch Dollar. Und dann wollte er halt mehr davon machen und irgendwann kam das halt nicht mehr so gut an, weil es immer das Gleiche war. Und ja, dann wurde Homer noch wütender und ja. Und deswegen, ja, Kunst ist halt eine Ansichtssache, aber so einfach Gekritzel oder einfach nur Farbflecken sehe ich jetzt nicht als Kunst. Im Gegensatz zu Beispiel die ganzen Künstler auf Twitter, die halt, keine Ahnung, so Fanarts von, keine Ahnung, Hololive zum Beispiel, ne? Hololive hat sehr viele gute Fanarts, also, ne, es gibt viele Hololive-Fans, die so gute Fanarts von den Hololive-Member machen, und ja.
Das finde ich halt immer Respekt und auch zum Beispiel so kleinere Leute, die halt jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit haben, können auch so gute Bilder machen und ja. Deswegen, aber das, sowas sehe ich jetzt nicht als Kunst. Kunst ist eine Herausforderung. Machen wir das. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich verstehe, was du meinst, glaube ich zumindest. Und ich glaube, du gehst der Frage einfach nur aus dem Weg. Schätze, wir belassen es bei einem Unentschieden. Genau das ist das, was ich mache. Bevor ich jemanden die Gefühle verletze, gehe ich lieber aus dem Weg dieser Frage und ich sage, Kunst ist, liegt im Auge des Betrachters. Denn man kann es nie jemandem recht machen. Die einen sagen, das ist Kunst, die anderen sagen, das ist nicht Kunst. Im Endeffekt tust du jeden damit die Gefühle verletzen, deswegen einfach stillschweigen und unter den Teppich kehren. Hast du das Gemälde gesehen, das wie eine Kritzelei aussieht? Offenbar ist das 500 Millionen Yen wert. Was? Selbst meine Jüngste könnte etwas malen, das so aussieht. 500 Millionen? Das ist doch völliger Unsinn. Da stimme ich zu. Das schreit danach, weiter untersucht zu werden. Sehen wir uns die Umgebung genauer an. Okay. Wir haben viele interessante Ausstellungsstücke gesehen. Aber die letzte Skulptur, das war nichts als eine geschmacklose Nacktbildung. Ja, es ist heiß, ich schwöre, ich habe hier nicht Nacktbildung gelesen. Es liegt an der Hitze. Nachbildung eines nackten Körpers. Ah, siehst du, der steht eh nackt. Okay, gut. Willst du mir wirklich erzählen, das zählt auch als Kunst? Ja, früher waren nackte Körper sehr beliebt. Heutzutage auch, deswegen ist OnlyFans ja sehr beliebt und so. Aber früher wurden sogar nackte Körper in Stein gemeißelt. Ich dachte, das menschliche Konzept von Schönheit nimmt einfach viele Formen an, aber das ist bizarr. Warum streben Menschen überhaupt nach Schönheit? Verschwendest du auch deine Zeit damit, nach dieser Schönheit zu streben, Häftling? Nee, ich habe damit schon seit meiner Geburt aufgegeben. Als der Arzt mich rausgeholt hatte und sagte, das ist das hässlichste Baby, was ich je gesehen habe, habe ich schon damit aufgegeben, nach der Schönheit zu greifen. Kappa. Ich wäre lieber hässlich. Ich bin schon wunderschön. Nee, boah. Irgendwie ist alles drei richtig scheiße. Weil ich bin schon wunderschön, ist richtig machohaft, das sind wir nicht. Ich wäre lieber hässlich klingt, als würde man sich selbst als schön bezeichnen. Würde da stehen, ich bin schon hässlich oder ich bin dafür zu hässlich, hätte ich es genommen, aber nee. Und ja, ist auch nicht. Also, ich weiß nicht. Also das auf jeden Fall nicht. Entweder A oder B. Ich wäre lieber hässlich, klingt aber auch schon so. Ich mache einfach ja. Ja. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, ja. Passt. Das kannst du natürlich, aber du solltest dich auf deine Rehabilitierung konzentrieren. Ein schönes Herz ist wichtiger. Ja, das stimmt. Jedenfalls haben wir die Kunst gesehen, die Menschen so schätzen. Diese Aufgabe ist offiziell abgeschlossen. Hier ist deine Belohnung. Dankeschön. Regenerieren, mal 3. Okay, keine Ahnung, was das ist, aber wir können ja danach gucken. Aber auch nicht so wichtig. Ich weiß aber immer noch nicht, warum die Menschen den Herbst die Jahreszeit der Kunst nennen. Naja, wahrscheinlich. Wobei, ist Herbst die Jahreszeit der Kunst? Ich meine, ja, okay, Herbst hat schöne Farben. Mit diesem Gelb und so, ne, Orange. Ist immer sehr schön. Aber Frühling ist doch eher mehr die Jahreszeit der Kunst, oder? Wegen die ganzen Blumenwiesen und so. Naja. Aber wenn die Menschheit Herbst als Jahreszeit der Kunst sieht, dann halt so. Aber egal warum, gehen wir nicht zurück und erschaffen unsere eigenen Gemälde? Eine gute Idee, was sollen wir malen?
Eine Guillotine. Den Meister? Ach, wir überlegen uns das, wenn wir zurück sind. Hey Häftling, leg schon los. Okay, tschüss. Ich habe die Zwillinge in den Velvet Room begleitet. Ah, wir haben sie zurückbegleitet, na dann. Danke für deine Geduld. Hier, bitteschön. Dankeschön. Na schön, wir sehen uns später. So, wir können mal gucken, ob wir mittlerweile eigentlich eine Ausrüstung haben, die viel besser ist als unsere, aber ich bezweifle es. Und sonst können wir den Rest eigentlich verkaufen. Ich kann es kaum erwarten, seine öffentliche Entschuldigung zu sehen. Sie sollten einfach jeden hinrichten, der Ärger für die Gesellschaft bedeutet. Uiuiui, Todesstrafe oder was? Oh, vielleicht könnte sie meinen Boss ausknipsen. Politiker, die auf den Phantom-Dieben herumhacken, sind einfach schlechte Verlierer. Was ist mit Akechi-kun? Hat er Angst, dass ein Kommentar ihm einen Shitstorm bringt? Vielleicht. Akechi weiß, wann er seine Klappe halten soll. Und das ist auch nicht schlecht. Er hat einmal gegen die Phantom-Diebe geschossen und richtigen Hate abbekommen. Und seitdem weiß er, wann er am besten das lassen sollte. Ja, das Home-Shopping-Programm interessiert mich nicht. Unsere Ärztin will uns treffen. Ich habe bei meinen Medikamenten echte Fortschritte gemacht. Aber ich bin zu faul, das über den Chat zu besprechen. Können wir uns kurz treffen? Oder bist du nur interessiert, wenn es um klinische Tests geht? Wir können uns mit ihr treffen. Sofort hingehen. Danke. Kannst du dann in den Inokashira-Park kommen? Ich treffe mich gleich mit jemandem. Ah ja, okay. Können wir machen. Die ganzen Daten und medizinischen Proben sind hier drinnen. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Die Befunde und Ergebnisse, die du mir geschickt hast, sind wirklich unglaublich. Wir führen noch eine letzte Untersuchung durch. Dann können wir Miwa-chan damit behandeln. Sehr gut, der Rest liegt bei dir. Das ist also der Junge von deinen Tests. Ja, mein kleines Versuchskaninchen. Das war nicht ungefährlich, aber du hast sicher alle Sicherheitsprotokolle befolgt. Lass dir unser Angebot durch den Kopf gehen. Ich melde mich später bei dir. Aha, ein Angebot? Er ist der Arzt, der Miwa-chan behandelt. Er war an der Uni ein Jahr über mir. Ich habe ihm erzählt, wie kurz ich vor der Optimierung des Medikaments stehe. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Ohne deine Hilfe bei den Tests hätte das nicht funktioniert. Mach dir keine Gedanken. Das war wegen meiner Prüfung. Das war hart. Mach dir keine Gedanken. Okay. Dann mache ich das wohl nicht. Als ich dort war, habe ich mit dem Entwicklungsteam gesprochen. Ich bin überzeugt, dass alles klappt und dass sie es rechtzeitig fertigstellen. Das Ergebnis liegt nicht mehr in meiner Hand. Außer ich nehme ihr Angebot an. Aha, sie darf. Sie hat wahrscheinlich ein Angebot bekommen. Genau, dass sie für die arbeitet. Ich wurde angeworben. Mir wurde die Stelle als Leiterin für Forschung und Entwicklung angeboten. Das bedeutet aber, dass ich meine Praxis schließen muss. Nächsten Monat fange ich dort an. Takemis Klinik für Innere Medizin gibt es dann nicht mehr. Das ist beunruhigend. Was ist mit deinen Patienten? Ich werde meine Patienten an das Krankenhaus verweisen, wo sie vorrangig behandelt werden. Haha, du wirkst nervös. Nimmt dich das wirklich so sehr mit? Nur ein Spaß. Ich wurde wirklich angeworben, werde meine Praxis aber nicht schließen. Ich bin gerne Hausärztin und werde zusammen mit dem Team neue Medikamente entwickeln. Sobald das Medikament optimiert ist, kann ich zur Belohnung Miwa-chan und ihr Lächeln sehen. Oh, und du bekommst ja auch noch deine Belohnung. Ich überlege mir was für mein kleines Versuchskaninchen. Schließlich hast du durchgehalten. Danke. Meine Bindung zu Takemi vertieft sich weiter.
Ah, Stufe 9. Nicht mehr lang und wir haben Max-Stufe. Aber keine Bonus-Sachen haben wir dafür gekriegt. Es hat dich wirklich mitgenommen, dass ich die Praxis schließen wollte. Ich kaufe dir nicht ab, dass du wirklich nur wegen deiner Aufnahmeprüfung hier bist. Du solltest endlich mal ehrlich zu mir sein. Du kannst es mir ruhig sagen. Warum bist du hier? Warum bist du immer wieder zu mir gekommen? Ich sollte meine Worte sorgfältig abwägen. Warum verheimlichst du mir den wahren Grund für dein Kommen? Ich wollte dich sehen, wegen meiner Prüfung. Ich wollte dich sehen. Wirklich? Warum wolltest du mich sehen? Jetzt sag bloß nicht, dass du dich in mich verliebt hast. Oder sowas. Nee, keine Sorge. Einmal den Witz machen, okay. Das haben wir ja bei Oya gemacht. Der könnte man sagen, war ein bisschen unpassend, aber wir mussten einmal den Witz machen. Aber den noch einmal zu machen, nee. Jetzt sag bloß, also, ich liebe dich. Was denkst du? Du bist ziemlich entschlossen. Das hat mich auf jeden Fall zum Lächeln gebracht. Danke vielmals dafür. Ich weiß nicht, ob man in dem Spiel ein Harem aufbauen kann, aber selbst wenn, habe ich keine Lust darauf. Unser Herz geht, wenn, an Hifumi, an die Schachkünstlerin, ne? An die Schachprofi, weil sie ist einfach... Sie hat einen süßen Charakter und so. Da wir Shio nicht haben können, sie ist einfach zu... Ja, sie ist einfach eine Nummer viel zu groß für uns. Gehört unser Herz jetzt Hifumi. Und auch wenn viele Takemi feiern, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, dass sehr viele Takemi am meisten mochten. Und ich glaube, N... Ich guck mal, wer eigentlich so der beliebteste Charakter in Persona 5 Royal ist. Persona 5 Royal. Ist eigentlich egal, ob ich nur Persona 5 oder so. Favorite Romance. Wer ist denn hier am beliebtesten? So, gucken wir mal. Ja, alles akzeptieren. Immer diese blöden Cookies. Okay, Nummer 9. 8. Und Nummer 7 ist Haru. Ah, guck mal, Hifumi ist Platz 6. Futaba ist Platz 5. Gucken wir mal, wer Platz 1 ist. Ja, N. Takamaki ist Platz 1. Platz 2 ist Makoto. Also, warte. Ja, ich bin hier, also, ne, bei Game Rant. ist halt eine Seite und da steht halt. Ne, N ist Platz 1. Also, ich weiß nicht, ob das... Ich habe jetzt einfach hier das Erstbeste genommen. Kann auch sein, dass wir irgendwo... irgendwo auch andere... What is the best romance option in Persona 5? What happens? Persona 5 Royal Favorite Romance. Ja, ist halt nur die Option. Wir könnten hier mal gucken. Aber ich würde gerne so eine allgemeine Liste haben. Persona 5 Royal. 10 Best Romance Ranked. Gucken wir mal. Also hier ist Platz 1 Anne. Platz 2 Makoto. Platz 3 Kasumi. Die ist auch richtig cute. Die wäre bei mir auch Platz 3. Also Platz 1 wäre bei mir Shio. Ne? Platz 2 ist bei mir Hifumi. Platz 3 wäre bei mir Kasumi. Platz 4 ist Takemi tatsächlich. Er ist Platz 4. Ich dachte, die wäre Platz 1 oder 2. Platz 5 Futaba. Platz 6 ist Hifumi, unser Man-Favorite. Platz 7 ist Haru.
Platz 8 ist Kawakami, also unsere Lehrerin. Platz 9 ist Chihaya Mifune. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber die scheint aus einem Anime zu sein. Das Bild ist, glaube ich, aus einem Anime. Aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Chihaya Mifune. Sagt mir gerade gar nichts, der Name. Genau, und Platz 10 gibt es nicht. Alles akzeptieren. Was ist hier die Top 10? Warte, wir gehen auch wieder von ganz unten. Da ist Makoto Platz 1, okay. Futaba Platz 2. Ja, Futaba kann ich mir auch vorstellen, dass die sehr weit oben ist. Vor allem, weil sie halt Gamerin ist und so. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie sehr beliebt ist. Platz 3 ist N. Boah, irgendjemand kocht hier. Ich rieche gerade so richtig leckeres Essen in meinen Dings. Ich habe halt Fenster offen ganze Zeit, also gekippt. Und irgendwoher kommt gerade so richtig leckerer Geruch. Hifumi Platz 4, Haro Platz 5. So ein bisschen nach indischen Curry riecht es. Kasumi ist Platz 6 hier auf der Liste. Kawakami Platz 7. Takemi Platz 8. Mifune Platz 9 und Oya Platz 10. Ja, ich glaube nicht, dass Takemi Platz 8 ist, allgemein. Also ich glaube, das ist nicht so richtig, dieses Ranked. Oder Persona 5 Royal Best Character oder Best Female Character. Ja, machen wir einfach nur Persona 5. List of Persona 5 Wiki Fandom, Persona 5, Charakter. Okay. Maya Amano. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Anne Takemi, Kotone Shiomi, Chisata Yukiko Amagi. Die Hälfte kenne ich gar nicht. Ist das Persona 5? Gute Frage. Ist das Persona 5? Gucken wir mal hier drauf. Ah nee, das sind nicht nur Persona 5 Charaktere, weil die ist aus Persona 4. Okay, na, eigentlich wollte ich nur Persona 5. Die ist aus Persona 2, okay. Ja, N ist Persona 5. Die ist Persona 3. Persona 4. Die ist Persona 4, also sehr viele sind anscheinend Persona 4, Persona 5, Persona 4 Golden und ja, das war's, okay. Naja, auf jeden Fall N ist, glaube ich, einer der beliebtesten, das kann man sagen. Das hat mich auf jeden Fall zum... Naja, okay, genau, das haben wir eh gelesen. So, ich wechsle wieder Bild. Es wird später, es wird spät, du solltest dich auf den Weg machen. Komm gerne mal wieder vorbei. Perfekt. Bis später. Hey, Versuchskaninchen, danke, dass du heute so gut mitgemacht hast. Das Medikament ist in den Händen von jemandem, dem ich vertraue. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich habe das Gefühl, dass ich ohne dich niemals so weit gekommen wäre. Danke, dass du mir immer vertraut hast, obwohl dich eine einzige Nebenwirkung hätte töten können. Ah, passt schon. YOLO. Du bist wirklich das beste Versuchskaninchen, das ich mir erhoffen konnte. Gerne. Es war ein Kinderspiel. Schön, dass wir es durchgezogen haben. Naja, es braucht noch eine Menge Tests und Anpassungen, bevor man damit jemanden behandeln kann. Aber ich bin mir sicher, dass es eines Tages dabei helfen wird, Miwa-chan ihr Lächeln wieder zurückzugeben. Und ich habe nicht vergessen, wie sehr du mir geholfen hast. Ich erhöhe deine Kompensation ein wenig. Bedeutet? Okay, ich leg jetzt auf. Kriegen wir mehr TP oder so? Mit den klinischen Studien sind wir durch, aber du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du Medikamente brauchst. Da kannst du dich auch gleich checken lassen. Geh lieber auf Nummer sicher. Sag mir einfach, was ich checken soll. Ah, kann es sein? Moment mal. Kann es sein, dass wir Stufe 10 nur erreichen können, wenn wir den Personen unsere Liebe gestehen?
Aber dann frage ich mich, kann man mit jedem Stufe 10 erreichen oder nur mit bestimmten? Also nur mit einer. Vielleicht wäre es dann doch schlauer gewesen, jeden unsere Liebe zu gestehen, damit wir überall Maximum Stufe haben und halt auch Special Abilities noch extra bekommen. Aber naja, jetzt habe ich schon bei 2 Nein gesagt, deswegen bleiben wir jetzt auch so. Ja, Homeshopping-Programm interessiert mich nicht. Da wird nur Scheiße verkauft. Genau. Sie braucht Hilfe bei der Arbeit, aber wir sagen nein. Klassischer Sci-Fi. Das Kino in der Nähe zeigt einen genialen Sci-Fi-Klassiker. Yoma, du bist doch nicht beschäftigt, oder? Sehen wir uns zurück in die Kampfkluft an. Ja, zurück in die Zukunft, let's go. Und willst du mit Futabe ins Kino gehen? Ja klar, gehen wir mit ihr ins Kino. Cool. Mit Freunden ins Kino zu gehen ist immer cool. Dann treffen wir uns beim Kino in Yongen. Alleine ist scheiße. No front an die Leute, die gerne alleine ins Kino gehen, aber ich finde, alleine macht das gar keinen Spaß. Sie gehen ganz alleine zurück. Warum ist das ein Kultklassiker? Ich schätze, durch das ganze Wissenschaftszeug lernt man zumindest etwas. Ich habe mehr über die spaßige Seite der Wissenschaft gelernt. Dank The Craft of Cinema konnte ich den Film viel intensiver erleben. In Wissen? Ja, aber kein Level Up, schade. Aber knapp. Mann, ich habe den schon mehr als 50 Mal gesehen, aber der Ton ist in diesem Kino ist jedes Mal krass. Sci-Fi ist nicht einfach nur abgedrehte Fantasy-Zeug, weißt du? Es ist wie ein Traum, der vielleicht mal wahr wird. Ein bisschen wie Hoffnung, weißt du? Ich glaube schon. Sehr schön, du hast Potenzial. Danke jedenfalls fürs Abhängen. Das hat viel mehr Spaß gemacht als all die Male, bei denen ich alleine war. Sag ich ja. Mit Freunden macht es viel mehr Spaß als alleine. Der Film da hinten sieht auch interessant aus. Forest Hunt. Sieht aus wie so ein richtiges, unheimlicher Horror. Und dieser hier rechts daneben sieht auch interessant aus. Eher mehr so altes Japan-mäßig. So zur Samurai-Zeit oder so. Ich weiß, vielleicht können wir uns mal einen Sci-Fi-Marathon in deinem Zimmer. Freue mich schon darauf. Klar, warum nicht? Was? Entschuldige, aber könntest du das bitte wiederholen? Naja, es ist noch nichts entschieden. Aber so wie es jetzt läuft, könnte Yoshizawa-sans Stipendiatenstatus womöglich widerrufen werden. Auf so etwas Ernstes muss man sie und ihre Eltern aufmerksam machen. Mir wurde gesagt, dass ihre Ergebnisse beim letzten Wettkampf ganz ordentlich waren. Ist der Widerruf ihres Status als Stipendiatin nicht ein bisschen übertrieben? Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber der dritte Platz ist nicht ausreichend in dem Fall. Boah, aber dritter Platz ist doch gut. Halt doch nicht rum. Sie braucht erstklassige Ergebnisse, um ihren besonderen Status zu rechtfertigen. Verstehe mich nicht falsch. Ich persönlich finde ihre Ergebnisse beeindruckend, aber man könnte argumentieren, dass das nicht reicht, um die Shuchin zu repräsentieren. Macht kein Drama daraus, okay? Das muss sein, um Fairness unter allen Schülern zu garantieren. Du wurdest ja nicht rausgeworfen. Bis zum nächsten Turnier solltest du die Ziele der Schule erreichen. Sir, solche extremen Erwartungen werden Yoshizawa-san nur schaden. Oh, das war nicht meine Absicht. Ich wollte ihr nur ein wenig Motivation geben. Wow.
Der hat aber auch Motivation Mittelöffel gefressen, ne? Ich hoffe, dass du weiterhin die Vertrauensperson für die Schüler bleibst und Yoshizawa-san hilfst. Dieses Treffen sollte nur zeigen, dass die ganze Fakultät sie unterstützt. Deswegen habe ich dich heute herbestellt, Dr. Maruki. Sie unterstützen. Jetzt kapiere ich. Das ist alles, was ich heute mit dir besprechen wollte. Bitte denk daran, diese Änderungen sind nur hypothetisch. Außer Yoshizawa-san wird nicht besser. Gut, ich denke, wir sollten für heute Schluss machen. Entschuldige. Was ist los mit Yoshizawa? Hat sie nicht irgendwie komisch auf dich gewirkt? Oh, es ist... Yoshizawa muss es verloren haben. Oder sie hat es weggeworfen. Dachte ich auch. Das liegt an ihrem Charme. Dachte ich auch. Mist, sie ist schon weg. Lass es uns nach der Schule zurückgeben. Wir sollten ihr wenigstens schreiben, dass es hier ist, damit sie sich keine Sorgen macht. Bin gespannt, ob sie was zurückschreibt. Vielleicht habe ich es hier gelassen. Ah, sie sucht es. Stellvertretender Direktor. Wie hat Yoshizawa-san die Neuigkeiten aufgenommen? Sie sah ziemlich fertig aus. Das muss ein ziemlicher Schock für sie gewesen sein. Ich hoffe wirklich, dass sie das zum Sieg führen wird. Sie muss einen besseren Platz belegen und besseren Resultaten erbringen. Und das bald. Stellvertretender Direktor, ich glaube wirklich, dass sich das kontraproduktiv auswirken wird. Sie mit strengen Worten motivieren zu wollen, wird ihr nur noch mehr Druck machen. Wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Wenn sie eine Sonderbehandlung will, muss sie auch liefern. Überschwängliches Lob mag keine Therapieform sein, aber wir können sie nicht immer nur verhätscheln. Wir haben die Schwestern zugunsten der Shuchin aufgenommen. Aber so werden wir das nur bereuen. Wir haben nicht nur eine verloren, die andere schadet unseren Ruf. Das ist verschwendete Mühe. Aha. Also sie hat sogar eine Schwester. Deswegen. Es gibt zwei von denen. Wie war ihr Nachname nochmal von Kasumi? Ist das vielleicht die Blonde gewesen? Keine Ahnung. Sir, ich muss gehen. Die Sachen mit Kamoshida, der Tod des Direktors. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wenn diese Schule nicht bald Erfolg aufweist, muss sogar ich mir Sorgen machen. Das war alles, ich muss los. Ehrlich gesagt, mir reicht's, wie zufrieden die Leute tun. Herzen stillen, Sozialreformen. Hör mir auf mit diesem Phantom-Dieben-Quatsch, so unwissenschaftlich. Ich meine, wie konnten sie es nur auf Big Bang Burger und Okumura Foods absehen? Das sind Verbrecher. Dieser künstlich angereicherte Geschmack. Genug Aroma, um ein kleines Universum zu füllen. Wollen diese Phantom-Diebe mir die Galaxie der Fast-Foods stehlen? Also, Senshi-kun. Vielleicht glaubt ihr, das Ausmaß des Universums voller zahlloser Galaxien zu begreifen, aber drei Wassermelonen in der Sonne sind die Größe... Was? Sind die Größe von etwas im Verhältnis zum Universum, nämlich... Drei Wassermelonen in der Sonne sind die Größe von etwas im Verhältnis zum Universum, nämlich Mond, Sterne, Menschen. Ja, wahrscheinlich Menschen, oder? Mond? Ich glaube, der Mond ist nicht so klein.
Schatten ging's. Ich meine, die Sonne ist riesengroß, ja. Sterne, naja, Sterne sind ja Planeten, also Menschen. Ich sag Menschen. Okay, die Leute sagen Sterne. Ja, gut. Haha, ha, so viel habe ich von dir erwartet. Es soll die Dichte der Sterne in der Weite des Raumes vermitteln. Drei Bienen in ganz Europa geht auf. Gut, verstehe ich nicht, aber okay, muss ich auch nicht verstehen. In anderen Worten, das Universum ist im Prinzip leer. Es gibt unzählige Sterne am Himmel, aber das Universum ist um so viel weiter. Das stimmt. Das verstehe ich noch. Selbst in unserer Galaxie trennen die Sterne riesige Distanzen, obwohl wir so viel sehen können. Das stimmt. Ich meine, zum Beispiel zum Mars dauert das ja auch richtig lange, bis wir dorthin fliegen. Also wenn wir jetzt eine Rakete zum Mars schicken, dauert das so lange, als wenn du kurz, keine Ahnung, nach Japan fliegst oder so. Hey, hast du die Frage verstanden? Ich nicht mal annähernd. Vielleicht ist er wirklich schlau. Ich bin etwas überrascht. Oh Mist, der Lehrer schaut uns genau an. Wow, du musst wirklich klug sein, wenn du so eine Frage... Ja, bla bla. Na, aber doch fern. Das gleiche könnte man über unsere Herzen sagen. Wenn er nur wüsste, wo wir schon alles waren. Ja, wenn er das nur wüsste. Ah, hallo Senshi-Senpai. Tut mir leid, ich habe jetzt erst gesehen, dass du versucht hast, mich zu erreichen. Mein Handy spinnt wohl wieder. Du kannst bestimmt meinen Glücksbringer... Was? Du hast bestimmt meinen Glücksbringer gefunden, oder? Können wir uns treffen? Odaiba, vor dem Stadion, wo wir uns vorher getroffen haben. Sie ist beim Stadion? Senshi-Senpai, tut mir leid, ich kann dich nicht hören. Sie hat offenbar keinen Empfang mehr. Ich konnte nicht alles hören, aber sie scheint beim Stadion zu sein. Sie hat sich heute Morgen komisch benommen. Glaubst du, dass etwas passiert ist? Vielleicht hat sie eine Depression. Ich mache mir Sorgen um sie. Ich auch. Was? Ich auch nicht. Als wir sie letztens mal getroffen haben, meinte sie, dass sie dorthin geht, wenn es ihr nicht gut geht. Dann mal sehen, wie es ihr geht, wenn wir ihr den Glücksbringer zurückgeben. Nach Odaiba, richtig? Richtig. Dann fahren wir mal nach Odaiba. Keine Verbindung. Ich hätte das Ding längst austauschen sollen. Ja. Ich muss mein Handy auch langsam mal austauschen. Ich bin so nutzlos. Ich bereite Senshi-Senpai und Dr. Maruki nichts als Ärger. Ich sollte eigentlich die Kasumi Yoshizawa sein. Komm schon, ich will ein Parfait haben. Wie spricht man das eigentlich aus? Parfait? Ich glaube schon. Irgendwie so, ne? Ja, ja, eine Sekunde. Ich schaue gerade was nach. Es sollte eigentlich hier irgendwo sein. Mit dir haben wir uns verirrt. Ich erkenne hier überhaupt nichts. Was soll das eigentlich für ein Gebäude sein? Oh, ich glaube, sie bauen da eine Art Kongresszentrum oder war es ein Forschungslabor? Ist doch egal, oder nicht? Es ist kein Labor, es ist ein Stadion. Aha, eine Animation. Ui. Das sind immer richtig schön gemacht, die Animationen. Oh. Oh.
Aha. Sah ein bisschen aus wie so ein Observatorium, so Sternengucker, ne? Was zur... Diese Atmosphäre, ist das ein Palast? Aber wir haben da den NAV doch gar nicht aktiviert. Ah, oh. Moment mal, denkst du etwa, dass das Yoshizawa war? Vielleicht war sie auch da. Könnte Kasumi den NAV haben? Möglich. Aber sie war gar nicht in unserer Nähe, als wir den Palast betreten haben. Sie kann nicht wie wir kämpfen. Wir müssen sie finden. Los. Wer sagt das? Vielleicht ist sie diejenige, die ganze Zeit uns jagt. Erstmal müssen wir irgendwie in dieses riesige Ding reinkommen. Das Gebiet hinter diesen Toren kommt mir verdächtig vor. Los, Joker. Okay. Ja. Mal gucken. Hier können wir irgendwas machen. Klettern. Ah ja. Hier können wir nicht weiter. Okay, wir können nur hier rüber. Wir können hier. Okay, ich habe gar nicht gesehen, dass es hier runter geht. Das sind so Alarmsensoren, ne? Die Lichter. Oder? Ich will in die Lichter eigentlich gar nicht rein. Deswegen versuchen wir die zu umgehen. So gut es geht. Kann sein, dass das irgendein Alarm dann öffnet. Aber vielleicht sind es einfach nur Dekorationen aufzurufen. Also der Aufzug ist schon da. Gar nicht mitgekriegt. Aber mein Nacken tut auch ein bisschen. Ich muss mal so ein bisschen meinen Nacken knacksen. Und ich nehme mal einen Schluck, ey. Ah, oh, das ist arschwarm. Ich war heute einkaufen. Und. Oh, nein. Oh, ich wollte das nicht überspringen. ich war nämlich heute einkaufen und ich habe gesehen, dass endlich dass die neuen Gönnergy-Sorten auch endlich bei meinem Billa es gibt, also bei meinem Rewe. Einmal hier diese zwei neuen Sorten, wo sind denn die? Hier sind die alten. Da war ich mir auch unsicher. Blueberry und Coco war ja einer der ersten Sorten, ne? Genau. Die kamen nämlich mit Tropical und so. Limitierte Edition, zwei neue Sorten, ab Sommer 24, genau. Und zwar hier von Montana Black. Hier. Diese zwei Sorten, warte, ich bin im Weg, ich mache mich kurz weg. Und zwar einmal Cactus Kick und Arctis Ice. Ich habe das da vorm Stream geöffnet und habe es noch nicht ausgetrunken. Bin das noch nebenbei am Trinken. Und ich muss sagen, der erste Geschmack, also der erste Schluck, fand ich gar nicht so geil von dem Cactus Kick. Den probiere ich morgen, den Arctis Ice. Ich werde dann auf Twitter Bescheid sagen, wie ich beide Sorten fand. Also den ersten Schluck von Cactus Kick fand ich gar nicht so gut. Aber ich muss sagen, desto öfter ich davon trinke, desto leckerer schmeckt er. Er schmeckt richtig gut, der erste. Ich habe ja auch von Red Bull. Ich glaube, Red Bull hatte auch so Red Bull Kaktusfeige, glaube ich, war das. Genau, probiert. Das war das auch? Ja, das war Sommerversion. Und Kaktusfrucht, genau, Kaktusfrucht. Und den fand ich richtig disgusting. Den fand ich richtig widerlich. Aber den von Montana Black, diesen Kaktuskick, der schmeckt richtig lecker. Riechen tut das so ein bisschen wie diese, Haribo Tropical. Hier, wie diese Haribo Tropical Verpackung. Also, wenn du die halt aufmachst und dann riechst, ungefähr so riecht das. Und schmecken tut es halt bisschen Trolley Cannabis Bites. Aha, interessant.
Noch nie gesehen. Mal, muss ich mal probieren, Kappa. Die sauren Glühwürmchen sind richtig geil, aber ich kenne gar nicht diese blau-roten. Ich kenne nur Cola-Flasche, die sind auch so blau-rot. Sind die neu oder was? Die kenne ich gar nicht. Also ich kenne nur die normalen Glühwürmchen, die sind auch richtig lecker. Meine Lieblings-Haribo, die normalen und halt diese Cola-Flaschen, sauer. Cola-Flaschen. Ich weiß nicht, ob es von Haribos sind, sauer. Sauer. Hier diese. Die schmecken von Lutti. Genau, Lutti. Die schmecken richtig lecker. Das da und die sauren Glühwürmchen sind meine Favorites. Genau. Und hier Kaktus, richtig lecker. Ich bin gespannt, wie dieses Arktis-Eis ist. Ich glaube, das wird wahrscheinlich so nach Pfefferminzbonbon schmecken. Oder halt, was denn, nach diesem Minzbonbon, wenn man halt krank ist. Von diesem Wick. Kennt ihr? Mit diesen Eisbären. Wick. Pfefferminzbonbon. Hier diese. Diese blau. Wick. Genau. Menthol, ja. Ich denke, ungefähr so wird dieses Arktik-Eis schmecken. Aber wer weiß, vielleicht überrascht das einen und schmeckt richtig lecker. Weil ich finde, das schmeckt auch richtig gut, das Grüne. Habe ich tatsächlich nicht gedacht. Und ja. Aber es ist gerade richtig pisswarm und das schmeckt richtig scheiße, wenn es warm ist. Also eher gekühlt, aber ich trinke das jetzt schnell aus. Dafür mute ich mich kurz und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Ich muss noch meinen Mund abwischen. Ich habe ein bisschen gekleckert gerade. So. Okay. Ah. Ich muss sagen, war richtig lecker. Also, warm war nicht lecker, aber als es ein bisschen kühler war, ne, war es richtig gut. Und ich bin froh, dass es endlich auch bei uns gibt, weil ich wollte die Sorten schon öfters probieren, aber... Österreich braucht ja immer ein bisschen, bis neue Sorten verfügbar sind. Deswegen, ja, bin ich froh, dass es jetzt verfügbar ist. Warte, ich wollte noch lesen. Das Gebiet hinter diesen Toren kommt mir verdächtig vor. Los, Joker. Ich glaube nicht, dass Yoshizawa hier ist. Können wir noch weiter rein? Die Tür ist vielleicht unsere einzige Option. Sehen wir sie uns an. Okay. Genau, wir sind jetzt runtergefahren. Ja. Ich will nochmal kurz hochfahren. Ich bin gespannt, wie das morgige sein wird, dieses Arktik-Eis. Ich hoffe, das überrascht mich auch. Bis jetzt waren die Sorten, wo ich dachte, die schmecken richtig scheiße oder nicht so geil, haben mich bis jetzt am meisten überrascht. Abgesehen von Tropical. Tropical, das Orangene, wusste ich, das wird geil schmecken, weil ich mag generell so Tropic-Früchte. Also den Geschmack von Tropical-Früchten. Und deswegen ist es auch mein Favorite bis jetzt von allen. Aber zum Beispiel Pfirsich, habe ich gedacht, schmeckt jetzt nicht so geil, schmeckt halt wie normaler Pfirsich-Eistee, nur wahrscheinlich mit weniger Zucker und so. Aber ist richtig gut, ist glaube ich Platz 2 oder 3. Kaktus, auch richtig lecker, auch ich sag so Platz 5, vielleicht 6. Und Lime hat mich auch tatsächlich überrascht. Ich dachte, Lime wird am wenigsten mir schmecken, aber Lime war gar nicht so schlecht. Ist jetzt nicht unter meinen Top 5, aber trotzdem gut. Ja. Und deswegen bin ich gespannt, wie hier dieses Arctic Ice sein wird. Ich gucke mich hier kurz um, ob es hier irgendwas gibt, was wir uns angucken können. Aber nein, hier ist eine Tür. Hier können wir hoch. Aha, hier können wir irgendwo Enterhaken einsetzen. Hier. Kann es sein, dass wir... Kann es sein, dass wir nicht durch die Tür durch können? Warte, ich guck mal, ob wir durch diese Tür können. Ich glaube, die ist aber versperrt und wir müssen deswegen einen anderen Weg suchen, oder? Ja, versperrte Tür, okay. Da bin ich jetzt schon erstmal den richtigen Weg gegangen, weil ich noch nicht die Tür gecheckt habe. Aber gut, sonst ist hier nichts. Hier unten ist ja auch nichts. Hier kommen wir nicht weiter und hier ist ja nur
Der Eingang. Okay, gut. Dann gehen wir mal voran. Sieht auf jeden Fall cool aus hier, der Ort. Ich verstehe nicht, warum hier so viele Tauben drin sind. Hat wohl jemand das Fenster offen lassen. Passiert mal. Boah, ich weiß noch, wie mein Vater mal Fenster offen lassen hat und wir dann auch eine Taube im Wohnzimmer hatten. Das war ein Chaos, die rauszubringen. Aber am Ende haben wir das irgendwie geschafft. Wer ist da? War das Yoshizawa? Lass uns gehen. Ja, aber bleib auf der Hut. Hui! Runterslein. Ah, Yoshizawa findet sich selbst. Nee, das ist ihre Schwester, ne? Warum? Was machst du hier? Wer ist das? Ist sie ein kognitives Wesen? Man erkennt so richtig, dass das Geschwister sind. Wobei sie auch ein bisschen ausschaut wie Futaba, nur mit roten Haaren. Ich... Es ist alles meine Schuld. Aber vielleicht liegt es an der Brille. Was? Komm schon. Kasumi, du musst... Stopp, hör auf! Oh, was war das? Du musst... Beeil dich, Yoshizawa steckt in Schwierigkeiten. Ketzerei. Du wagst es, die Gnade unseres Herrn abzulehnen. Oh. Yoshikawa, ist alles okay bei dir? Wir sind zu deiner Rettung hier. Bist du verletzt? Diese Stimme... Senshi-Senpai? Sieht aus, als hätte das Ding Lust auf einen Kampf. Akzeptiert euch selbst. Unser Lord beklagt die Torheit, die aus eurem Schmerzen geboren wird. Wovon redest du? Woher kommen diese Stimmen? Das ist... Ihre Mutter? Klang ein bisschen älter, als wäre das ihre Schwester. Ich glaube, ihre Schwester klang nicht so alt. Und das ist wahrscheinlich ihr Vater. Ich habe genug davon. Yoshizawa! Wollt ihr also sagen, ich bin nicht gut genug? Das weiß ich besser als alle anderen. Trotzdem! Es ist mir egal, was andere über mich sagen. Ich werde es nicht tolerieren, dass jemand unseren Traum schlecht redet. Es ist nur zu deinem Besten. Dieser Druck in meinem Leben, immer nur Ergebnisse, nur das, was ihr wollt. So entschlossen. Immer noch besser als ein... Oh, das konnte ich nicht so schnell lesen. Ui. Das muss doch... Bin gespannt, wie ihre Person ausschaut.
Alter, richtig Magical Girl Animation. Let's go. Ich bin du, du bist ich. Nimm diesen Vertrag an, der Zauber, mit dem du belegt wurdest. Ich fordere eine Revanche. Dieses Mal gebe ich alles mit Sentrilon. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war, wahrscheinlich nicht. Alter, das ist ja eine Biene oder so. Sehe ich jetzt erst. Wir zeigen dir, wie es geht. Nicht zu leichtsinnig sein, okay? Ja, bitte. Okay. Ey, coole Animation. Warum haben wir als Hauptcharakter nicht so eine coole Transformation gehabt, ey? Die stillt uns ja die Show hier. Mit dem Magical Girl Animation. Aha, sie hat Segen. Okay, und Sturmhilfe. Es kann gut sein, dass er dann schwach gegen Segen ist. Mal gucken. Schwach, ja, perfekt. Hold up. Ja, kämpfen. Reden wird nichts bringen, wahrscheinlich. Okay, wir haben aber auch Segen. Wir müssen nur gucken. Hier, diese Person hat Segen. Pow. Die gleiche Attacke, nur glaube ich, ist sie stärker. Ah, guck mal, seine Finger oder seine Hand hat so Tentakel. Richtig eklig. Wie so Würmer. Ja, okay, Morgana hat gar keinen Segen. Da kann... Ja, keine Ahnung. Draufschießen, vielleicht ist das stark. 250 Schaden war nicht schlecht. Was hat sie als Waffe? Auch so ein Revolver. Richtig cool. Oh, wir haben ihn gewonshottet mit unserem Schuss. Das war The Golden Bullet. Mal guck mal, wir haben sogar ein Level abgekriegt mit unserer Persona. Hammer. Was? Hammer-on? Hammer-on. Mittlerer Chance auf Segen Insta-Kill bei einem Gegner. Ui. Bei allen Gegnern? Ah. Ja, ich würde tatsächlich reduzierte Chance mit verzweifelt belegt zu werden. Wind oder so raustun. Hammerboost klingt auch nicht schlecht. Puh. Also wird das unser nächster Dungeon dann sein? Wenigstens haben wir einen kleinen Einblick in den nächsten Dungeon bekommen. Richtig nice. Und wahrscheinlich wissen wir auch, dass Segen anscheinend sehr effektiv in diesem Dungeon ist. Wenn das ein kleiner Spoiler war. Oder es gibt mehrere effektive Fähigkeiten. Mal gucken. Hey, alles in Ordnung? Ich darf nicht schwach sein. Wow. Beeindruckend, wenn man bedenkt, dass du gerade erst deine Person erweckt hast. Senshi-Senpai, oder? Woher weißt du davon? Ich habe es an deiner Stimme erkannt und an deiner Körperhaltung. Verdammt, wir sind doch nicht so unauffällig. Übrigens, warum sind wir jetzt so gekleidet? Das ist eine echt lange Geschichte. Neugierig, hm? Ja, natürlich. Das muss unglaublich verwirrend für sie sein. Sieht so aus, als ob sie uns gefunden hätten. Wir sollten schleunigst abhauen. Erklären können wir später noch. Lass uns zusammenkommen. Ja. Und da sind wir wieder weg. Okay. Aber das ist doch ihr eigener Dungeon, oder? Ich glaube schon, dass es ihr Dungeon ist. Oh, wir sind wieder zurück.
Oh, meine Kleidung ist auch wieder ganz normal. Hier wart ihr, bevor ihr das Mitte-Universum betreten habt. Wir sind jetzt wieder zurück. Zurück? Waren wir also irgendwo anders? Also... Bitte sagt mir, was hier los ist. Ich will wissen, was da gerade mit mir passiert ist. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber was sollen wir tun, Yoma? Wir sollten es ihr sagen. Ich sehe keine Alternative. Ja, du hast recht. Okay, ich werde dir alles erzählen. Danke. Okay, jetzt erzählt ein bisschen Story, bliblablu. Ein Meta-Universum mit Palästen und Personas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein bisschen viel auf einmal ist. Normalerweise würde ich so etwas mir nie glauben, aber nachdem ich es mit eigenen Augen gesehen habe... Aber wow, du bist so gut darin, Dinge zu erklären, Herr Carter. Den letzten Teil ignoriere ich. Aber sollte da nicht noch was sein, das dich überrascht hat? Eine sprechende Katze? Hat ja ganz schön gedauert. Ja, sowas braucht immer seine Weile. Und ich bin keine Katze, ich bin Morgana. Ah. Da du so viel mehr weißt als ich, sollte ich dich vielleicht Morgana-Senpai nennen. Oh, genau. Yoma, hast du nicht noch etwas für sie? Du hast ihn vorhin fallen gelassen. Seid ihr den ganzen weiten Weg gekommen, um mir das zu geben? Vielen Dank. Naja, du hast ja gesagt, du sollst herkommen. Du warst heute Morgen irgendwie nicht ganz du selbst. Ist irgendwas passiert? Naja, ich konnte es euch noch nicht erzählen, aber ich habe nur den 3. Platz belegt. Natürlich finde ich das blöd, aber für die Schule scheint es noch viel schlimmer zu sein. Ich wurde heute Morgen ins Schülerberatungszimmer zitiert. Ich wurde gewarnt, dass ich meinen Status verlieren könnte, wenn ich mich nicht verbessere. Es liege an meiner Unfähigkeit, im Sport erfolgreich zu sein. Also wäre es eine faire Konsequenz. Aber ich habe gehört, wie der Vizedirektor meinte, dass es verschwendete Mühe sei. Jetzt habe ich auch noch Dr. Maruki mit hineingezogen. Das ist es, was mich wirklich nervt. Das ist eine harte Nuss. Und deswegen bin ich hierher gekommen und dann war ich plötzlich an dem Ort, den wir eben verlassen haben. Aber das kriege ich schon wieder hin. Was da drin gerade passiert ist, hat mir die Augen geöffnet. Ich werde meinen Traum verwirklichen. Für dich scheint es jetzt eher richtig gut zu laufen. Aber wie kann es überhaupt sein, dass Yoshizawa einen Palast finden konnte? Hat sich so angehört, als ob es reiner Zufall gewesen wäre. Der Nav vielleicht? Der Nav? Das ergibt wohl noch am meisten Sinn, ja. Ey, dürfen wir uns mal dein Handy anschauen? Wollte er kurz sagen oder war er einfach nur Schreibfehler gerade? Und er hat eigentlich kurz gesagt. Könnte auch sein, dass er unterbrochen wurde irgendwie. Keine Ahnung, durch was? Durch sich selbst oder so, keine Ahnung. Wenn der Nav darauf ist, könnten wir mit der Suchfunktion herausfinden, wessen Palast das war. Ja, ich glaube noch immer, dass es ihrer war. Klar, hier. Tut mir leid, das ist keine gute Idee. Warum das? Der Akku ist leer, er spinnt in letzter Zeit ständig, das könnte vielleicht damit zu tun haben. Aber wirklich, solltest du nicht mal danach schauen lassen? Ist nicht so, als hätten wir es auf diesen Palast abgesehen gehabt, also keine große Sache. Ohne uns einig zu sein, hätten wir den Palastherrn eh nicht zum Ziel machen können. Okay, ich wollte fragen. Gehört ihr zwei zu den Fendendieben? Das bist du doch, oder? Du hast uns erwischt. Ich wusste es. Ihr Gesichtsausdruck scheint nicht erfreut darüber zu sein, dass wir zu den Fendendieben gehört. Ich glaube, sie mag den nicht so. Moment mal, heißt das,
als wir mit Akechi-san in den Kaffee waren. Ich habe den Phantom-Dieben selbst gesagt, dass ich nicht gut finde, was sie da tun. Es tut mir wirklich leid. Ah ja, stimmt, sie war ja nicht positiv übereinstimmigt über die Phantom-Diebe. Mach dir deswegen keinen Kopf. Jetzt, da das geklärt ist, was sagst du, Yoma? Über Kasumi? Stimmt. So wie sie sich geschlagen hat, könnte sie doch eine würdige Phantom-Diebin werden, oder? Du meinst also, dass ich mich denen Phantom-Dieben anschließen soll? Das trifft den Kern, ja? Du hast da eine Person erweckt, du weißt um die Existenz von Palästen. Und so wie es aussieht, hast du großes Potenzial, wenn du uns beitrittst. Wäre das super. Nur wenn du willst. Verstehe, Du musst dich nicht sofort entscheiden. Vermutlich solltest du das auch nicht, bevor du nicht weißt, was wir überhaupt machen. Danke, aber tut mir leid, aber ich muss dein Angebot ablehnen. Cool, also gehen wir jetzt nach Hause und, Moment, was? Als meine Persona, oder als sie erwacht ist, ist mir etwas klar geworden. Ich kann mich nicht weiter so wegen meinem Schwächen in Gymnastik so verrückt machen. Deswegen kann ich mich euch momentan nicht anschließen, weil du dich auf deine Gymnastikkarriere konzentrieren musst. Es tut mir wirklich leid, dass ich ablehnen muss nach allem, was ihr für mich getan habt. Ah, das klingt nach dir, Kasumi, aber das wird ein gutes Training. Du könntest recht haben. Aber ich glaube, ich würde euch nur Ärger machen, wenn ich mitmache, ohne voll dabei zu sein. Ach so, ich habe die Antwort falsch verstanden mit, das könnte ein gutes Training sein. Er meinte, dass es ein gutes Training für sie wäre, bei uns mitzumachen. Aber ich kann sie verstehen, dass sie nicht mitmachen will. Sie will sich auf ihres konzentrieren und ja, sie will uns halt auch nicht im Weg sein, wenn sie abgelenkt ist, deswegen... wollte ich eigentlich sowas sagen wie, ich akzeptiere deine Entscheidung, aber natürlich, diese Antworten waren alle scheiße. Deswegen, ja. Okay, ohne voll dabei zu sein. Natürlich werde ich niemandem davon erzählen. Gut, dass du so aufmerksam bist. Lass es uns einfach wissen, falls du deine Meinung änderst, ja? Danke, Morgana-Senpai. Wenn das eintritt, komme ich sofort auf euch zu. Ja. Ich sollte dir genauso dankbar sein, Senshi-Senpai. Ich schwöre, dass ich mich eines Tages für all deine Hilfe revanchieren werde. Ja, kein Problem. Sollen wir? Heute ist viel passiert, aber ich glaube, ab morgen gebe ich mir noch mehr Mühe als sonst. Freut mich zu hören. Boah, ich hoffe, das wird bald fertig. Ich will so langsam aufhören. Ich bekomme so langsam Hunger. Okay, wir sehen uns später. Ich hätte nicht erwartet, dass Yoshizawa eine Persona bekommt. Wir haben sie gerettet, aber ich finde nicht, dass sie uns irgendetwas schuldig ist. Obwohl sie definitiv eine Hilfe wäre, wenn sie dem Team beitreten würde. Das stimmt. Da bin ich eine Meinung mit dir, Morgana. Sonst haben wir keine Nachrichten. Nee, okay. Weil das war... Genau, das war letztens. Nach Yoshizawas Kram und... allem, was heute passiert ist, bin ich erledigt. Lass uns schlafen gehen. Okay. Morgana will schlafen. Aber ich würde sagen, wollen wir den Tag noch beenden? Ja, beenden wir noch den Tag. Machen wir für heute Schluss. Ab in die Federn. Und am nächsten Tag mache ich dann eine Pause. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas. Senshi-Senpai, sorry, dass ich so spät noch texte. Mein Akku ist endlich wieder aufgeladen. Da wollte ich mich schnell bei dir bedanken. Kein Grund, so höflich zu sein. Darf ich wieder ins Bett gehen? Kein Grund, so höflich zu sein. Es gehört sich einfach so. Ich wollte mich nur für heute bedanken. Tut mir leid, dass ich dir im Moment nicht mehr bitten kann als ein Dankeschön. Ich mache es irgendwann wieder gut. Mach dir deswegen keinen Kopf. Nein, bitte. Ist schon gut. Ich lasse mein Handy so schnell wie möglich reparieren. Bitte sag auch Morgana-Senpai Bescheid. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass du einen schönen Abend hast. Danke. Wenn sich Yoshizawa nur den Phantom-Dieben anschließen würde, zu schade. Wir können nichts tun. Vielleicht können wir sie nochmal fragen. Wir können nichts tun. Ja, wir sollten nicht weiter darauf drängen. Also, wir wollen wir es den anderen verklicken. Oh ja, das müssen wir auch noch machen.
einfach nichts Nutz raus posaunen, würde ich sagen. Die Kommentare von der von den Leuten waren echt ermutigend, aber jetzt machen sie mir irgendwie Angst. Es ist das reinste Chaos. Die Öffentlichkeit, Abneigung gegen Okumura ist ebenfalls exponentiell angestiegen. Wie geht es dir, Haru? Wir bekommen fast jeden Tag anonyme Drohungen. Beängstigen. Aber wir haben für unsere Sicherheit gesorgt, also ist bisher alles gut. Ich glaube, wenn wir das erledigt haben, beruhigt sich alles etwas, Haru, hoffentlich. Und was ist mit uns? Werden wir wieder total beliebt und so? Darüber müssen wir uns jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Ich hoffe nur, dass wieder etwas Ruhe einkehrt. Schätze, wir müssen immer noch ein paar Probleme erklären. Wenn wir jetzt davon anfangen, könnten wir mehr Schaden anrichten, als zu helfen. Reden wir erstmal nicht über Yoshizawa. Okay. Aber zu schweigen ist auch gefährlich. Wenn die davon erfahren, kann das noch mehr Probleme bereiten. Ah, guten Morgen. Was mein Vater angeht, noch hatte sich an ihm nichts geändert. Mir geht so viel durch den Kopf, wenn ich warten muss. Zum Beispiel, ob wohl alles gut gegangen ist. Mach dir keine Sorgen, entspann dich. Danke, ich weiß, es hat keinen Sinn, nervös zu sein. Dann entspanne ich mich und kümmere mich um das Blumenbeet. Das konnte ich lange nicht mehr. Ja. Wenigstens hat sie etwas, womit sie sich ablenken kann. Meinst du, die Phantom-Diebe machen mit dem CEO das gleiche wie mit unserem Direktor? Komm schon, sie werden ihn nicht töten. Und ich bin sicher, dass es beim Direktor Selbstmord war. Nein, die Phantom-Diebe haben eine Nachricht geschickt. Wach auf. Leute, es wird Zeit, dass ihr büßt. Oder sowas in der Art. Ich wünschte, ich hätte solche Macht. Ja, glaub mir, solche Macht kann dir zu Kopf steigen. Merkt man auch an Death Note. So, eine Nachricht haben wir. Von wem? Ah, von N. Was machen wir heute? Ich kann nicht einfach nur hier herumsitzen und warten. Ich bin gerade im unterirdischen Einkaufszentrum in Shibuya und gehe shoppen. Ich werde noch eine Weile in Shibuya sein, also sag Bescheid, wenn irgendwas ansteht. Lady N ist noch nicht nach Hause gegangen. Willst du eine Weile? Ja, wir können mit ihr gleich dann. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich speichere hier direkt. Wir haben noch 7 Tage. Also wir haben von 13 auf 7 Tage. Ist nicht viel. Es könnte sein, dass wir nächste Woche vielleicht gar nicht den Sinneswandel schaffen, die Tage zu runter zu pushen. Es sei denn, die nächsten Tage gehen schnell vorbei. Mal gucken. Ich werde auch schauen, dass ich nächste Woche am Freitag länger streame. Dann werde ich wieder etwas früher anfangen. Heute war es nur wieder so anstrengend und nervig. Und deswegen konnte ich konnte ich nicht früher streamen, weil ich auch noch einkaufen musste, weil ich am Freitag nicht einkaufen gegangen bin. Das war vielleicht ein kleiner Fehler, aber naja. Was soll's. Ich werde aber jetzt für heute Schluss machen, denn ich bin richtig am Verhungern. Ich speichere hier erstmal. So, dann beende ich das Spiel. Und dann sage ich noch, was die nächsten Tage ansteht. Und zwar kann ich schon mal sagen, morgen werde ich keine Demo auf meinen YouTube-Channel hochladen. Ich kam jetzt nicht dazu, eine Demo rauszusuchen. Das heißt, ich habe jetzt keine Demo. Und wenn ich morgen das hochladen wollen würde, müsste ich heute noch eine Demo raussuchen und wahrscheinlich am besten heute auch aufnehmen. Denn ich habe keine Zeit, morgen zu schneiden und aufzunehmen. Das heißt, ich müsste heute noch aufnehmen und schneiden, weil morgen gehe ich meine Mutter besuchen, weil ich war die letzten Wochen, also die letzten 2 Wochen jetzt, glaube ich ungefähr, nicht mehr bei ihr. Mein Bruder hat mich sogar vor 2 Tagen angerufen und gefragt, also am Donnerstag, ob bei mir alles gut ist, weil ich nicht mehr bei meiner Mutter zu Besuch war, weil ich einfach wegen der Hitze keinen Bock hatte, rauszugehen.
Und ich meine, meine Mutter wohnt nur 5 bis 10 Minuten entfernt, wie sehr ich schlendere. Aber trotzdem, es ist einfach anstrengend, sich anzuziehen und dann in dieser prallenden Hitze rauszugehen. Aber ich dachte mir, morgen gehe ich zu Besuch und schaue, wie es ihr geht. Und deswegen komme ich morgen schwer. Ich werde wahrscheinlich so am Nachmittag, vielleicht auch so um 16 Uhr mal gucken. Und deswegen werde ich auch schwer ja, aufnehmen können und schneiden können. Vor allem je wie lange ich schlafe. Deswegen kommt morgen keine Demo, weil ich müsste auch noch eine raussuchen. Aber ich werde schauen, dass ich vielleicht morgen dann, wenn ich zu Hause bin, für nächste Woche eine Demo schon raussuche, damit ich dann nur noch aufnehmen muss und schneiden muss. Auf jeden Fall, was auf jeden Fall fix kommt, ist, dafür mache ich mich kurz weg. Am Montag kommt Ghost of Tsushima, wie jeden Montag, abgesehen von letzter Woche, ne, da habe ich das verschoben und so. Genau, Montag kommt Ghost of Tsushima. Mittwoch schauen wir, dass wir vielleicht Sinless Zone Zero wieder reingucken, dass wir vielleicht ein bisschen weiterkommen als ja, letzte Woche, diese Woche meine ich. Da haben wir ja nur so 1,5 Stunden oder 2 Stunden gespielt und da haben wir auch nicht viel gemacht und wir gucken noch ein bisschen mehr rein. Und genau, Freitag kommt wieder Persona 5 Royal. Mal gucken, ob wir endlich die 7 restlichen Tage durchkriegen oder ob wir noch einen extra Stream brauchen, bis wir den letzten Sinneswandel haben. Aber ich möchte schauen, dass ich das am 19. dann fertig kriege. Und genau, dann halt wie immer, ne, am 22. am Montag auch wieder Ghost of Tsushima. Mittwoch vielleicht nochmal Zenless Zone Zero oder was anderes, mal gucken. Und dann Freitag wieder Persona 5 Royal. Am Sonntag natürlich eine Demo-Vorstellung. Mal gucken, was ich so für eine Demo finde. Und übernächste Woche Sonntag wahrscheinlich auch. Und das halt immer so, bis irgendwann Ghost of Tsushima oder Persona 5 Royal fertig ist. Persona 5 Royal dürfte eh nicht mehr so lange fertig sein. Ich wollte auf jeden Fall schon mal Bescheid sagen, dass Kingdom Comes Deliverance. Das spiele ich, wenn ich Ghost of Tsushima fertig habe. Wenn wir Persona 5 Royal fertig haben, spielen wir irgendwas anderes. Ich hätte Bock, wenn wir Persona 5 Royal fertig haben, entweder, kurz warten, hier, entweder, nee, nicht meine Bibliothek, sondern Game Pass. Ja, guck mal, da sind neue, Neon White ist dazugekommen. Wollte ich auch mal reingucken. Nee, wo ist denn hier entweder Steel Wakes the Deep, wollte ich mal reingucken. Da habe ich auch gesehen, haben einige das hochgeladen. Auch Gronkh spielt das, glaube ich, gerade. Oder Kid Big, nee, warte, Kid City, nee, warte. Wie heißt das Spiel nochmal? Big City, Little Kitty oder so irgendwie hieß das. Das ist hier aber gerade nicht dabei. Das soll auch richtig cool sein. Da würde ich auch gerne rein. Ist mehr so Rätselspiel. Das habe ich bei Zombie gesehen, wie er das mal erwähnt hat, das Spiel. Einen kleinen Einblick davon gezeigt hat. Das würde ich auch gerne mal spielen. Aber ich glaube nicht, dass wir das demnächst noch spielen. Vielleicht irgendwann. Aber warte, wie heißt das? Big City. Nee, Little Kitty Big City. Genau. Das will ich unbedingt mal spielen. Vielleicht spielen wir das nach Persona. Oder Steel Wakes the Deep. Oder das Star Wars Spiel. Star Wars. Warte mal. Wie heißt denn das? Nicht Force Unleashed. Jedi Survivor. Ja, genau. Jedi Survivor ist der zweite Teil, glaube ich. Und den würde ich eigentlich auch gerne spielen. Das ist halt vom, ja, der zweite Teil von dem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie der erste Teil heißt. Aber ich hätte schon Bock, auch den zweiten Teil davon zu spielen. Aber da gucken wir, ja, wenn es soweit ist, also wenn Persona 5 Royal fertig ist, gucken wir, ob wir entweder das Big. Nee, Little Kitty Big City spielen oder was war das andere nochmal?
Steel Wake the Deep. Da überlege ich dann, eines von den dreien werden wir auf jeden Fall nach Persona spielen. Und Kingdom Comes Deliverance spielen wir, wenn Ghost of Tsushima fertig ist. Und ja, ich würde sagen, soll ich noch gucken, ob wir wem raiden können? Mal gucken, wenn noch alles live ist. Ansonsten würde ich sagen, beende ich dann einfach, falls jetzt niemand Spontanes live ist. Ja, ein paar sind auf jeden Fall live. Wir könnten Nepi raiden. Da zeigt sie auch mich öfters hingeradet, als sie beendet hat. Und Nepi ist auch eine sehr nette und liebevolle Person. Und die spielt gerade Shadow of Doubt, ein Spiel, was ich auch unbedingt mal spielen will. Ich zeige euch mal kurz das Spiel für die Leute, die das interessieren können, gerne zu gucken. Shadow ist so ein Detektivspiel. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie man das schreibt. Shadows of Doubt. Ich glaube, ein Zuschauer hat mir das mal empfohlen. Ich glaube, Fox, der auch ab und zu mal als Zuschauer hier, ne, sehr oft auch in der Früh aktiv ist, weil er meistens früh Zeit hat zum Zugucken, eher abends weniger, aber ab und zu ist er auch mal hier im Chat abends zu sehen. Auch eine sehr nette Person, immer sehr supportive und so. Und er hat mir, glaube ich, das Spiel mal empfohlen oder irgendjemand anderes. Ich glaube auf jeden Fall, irgendein Zuschauer hat mir das empfohlen. Und das ist halt mehr so Pixel, ne? Und das ist, glaube ich, so ein Detektivspiel, ein immersives Sandbox-Detektiv-Stealth-Spiel, das in einer vollständigen, simulierten Sci-Fi-Noir-Stadt voller Verbrechen und Korruption spielt. Ist richtig cool, klingt richtig cool und ich hätte das auch mal Bock zu spielen. Aber für die Leute, die das eh schon kennen und unbedingt Lust haben, das bei jemand anderem zu gucken, ne? Ihr könnt das auch bei Nepi gerne zugucken. Ich werde euch rüber raiden und dann gleich was zu essen machen. Vielleicht werde ich noch ein bisschen im Lurk dabei sein, wie weit sie ist. Wenn sie sehr weit schon drinnen ist, möchte ich mich halt nicht spoilern. Ich meine, es wird wahrscheinlich eh dauern, bis ich das spiele. Also deswegen, wer weiß, vielleicht spiele ich das auch für mich alleine irgendwann. Deswegen würde ich sagen, raiden wir zu Nepi. Jetzt muss ich nur gucken. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch richtig schreibe. Ah, ich hasse das. Immer rein. So, reinklicken. Mal gucken, habe ich richtig geschrieben, ne? Kein Schreibfehler. Mit meinem Fettfinger habe ich eh immer Schreibfehler. Ja, sollte eigentlich passen. Gucken wir mal. Perfekt. Raid wurde erstellt und ja, dann sehen wir uns. Dann sehen wir uns, wie gesagt, Montag wieder zu Ghost of Tsushima, Mittwoch oder wann anders, je zu welchen Streams ihr gerne zugucken wollt. Und ja, dann verabschiede ich mich nochmal. Ich mache mir jetzt was zu essen, falls ihr auch was essen solltet. Wünsche ich euch guten Appetit, schon mal ein schön restliches Wochenende. Ne? Dieses Wochenende sehen wir uns ja nicht mehr, sondern erst wieder Montag, weil die Demo wird ja nicht gespielt. Und dann verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal. Ich hole mich nochmal her zum Schluss und dann ciao!